Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Allora. War klar, dass wir Italienisch wird, Alter, war so klar. Ja, come stai? Oh, Mann. Ja, was dachtest du denn? Eine andere Sprache verstehst du ja nicht. Du sprichst ja nicht mal Deutsch. Ja, hier unser... Ich spreche keine Sprache wirklich, ne? Unser Einspringbanause ist wieder im Haus. Willkommen bei den Bewegtbild-Banausen. Erstmal Folge 311. Und wie sich gerade zeigt, habe ich tatsächlich mehr Zeit beim Urlaub. Liegt wahrscheinlich an meiner Gesellschaft, als Lee gerade, der in Berlin ist. Weil gerade Umzugsstress und neue Bude, neuer Aufnahmeraum, ja. Technik haben wir auch ein bisschen neu investiert. Kann ich schon mal ein bisschen foreshadowen. Okay. Und deswegen mache ich jetzt mal zwei Folgen aus Griechenland mit unserem lieben Freund Alessandro. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, aber dir wird's noch viel, viel besser gehen, wenn du im fucking Griechenland bist und ich hier in Bielefeld oder auch wahrscheinlich überall in Deutschland, ja, ist einfach noch fucking kalt ist im Moment, Alter. Ja, ja, ich kann nicht... Und Regen, kalt und Regen. Ich kann nicht klagen. Das Krasse ist, jetzt zweimal geregnet, gestern und vorgestern, aber immer um 19 Uhr, wenn ich schon weg war vom Strand. Also voll gut hier. Also perfekt so. Wirklich so zu Hause gewesen, geduscht, bla hin und her und dann komme ich so raus und draußen fängt irgendwie an zu regnen auf der Terrasse. Also nie am Strand. Perfekt. Am Strand war immer durchgängig knallende Sonne. Perfekt. Da wartet der liebe griechische Gott immer, bis du weg bist. Guckt immer so, ist der Guest weg? Und achso, mach ich mal. Jetzt kann ich einmal Griechenland gießen. Das wird sein, ja. Schön, ja. Aber du warst ja auch im Urlaub. Schon witzig. Ich war auch im Urlaub. Ich war in Italien. Das ist schon wieder 5 Wochen her, Alter. Ja, gut, aber trotzdem. So lange her. Ist ja auch die Sau rausgelassen da mit Italo Disco, Scusa se insisto und so. Also, da hast du auch getanzt und die Strandbars unsicher gemacht, oder? Naturalmente, ja. Natürlich. Nur das. Ja, nur das. Und du wärst jetzt auch in der Strandbar, ne? Nee. In der Strandbar. Am Strand offen und so, aber musst jetzt hier aufnehmen. In der Strandbar habe ich ehrlich gesagt noch nicht rumgehangen. Also ich habe mir gerade selber in der Bude Nachos gemacht. Mit Käse, aber mit Tzatziki. Und das ist schon krass, weil wir sind, pass auf, wir sind auf Korfu in Griechenland. Und du findest im normalen Supermarkt, ich habe 3 Supermärkte abgefahren, du findest ja kein Tzatziki, was du irgendwie kaufen kannst. Und da bin ich in so ein Restaurant gefahren, wo ich neulich war und habe da für 4 Euro, habe ich mir so eine Portion Tzatziki zum Mitnehmen gemacht, damit ich hier was zu den Nachos habe. Es war echt, war eine kleine Tour. Und das war noch ein deutsches Restaurant, ne? Nee. Es war ein griechisches Restaurant mit einem englischen Titel namens Old School. Ein deutsches Restaurant? Wie kommst du darauf, dass es hier deutsche Restaurants gibt? Nein, aber was wirklich? Hieß das wirklich Oldschool? Ja, das heißt Oldschool. Deswegen bist du da hingegangen, ne? Weil es Oldschool hieß. Nein, weil es tatsächlich das nächste Restaurant ist, hier bei mir in der Nähe. Und das ist 7 Kilometer entfernt oder so. Okay. Ich bin ja echt ziemlich in der Pampa, also habe ich auch. Okay, ja, das ist halt Oldschool. Ist Oldschool, ja. Der war gut. Ja, deswegen, Tzatziki haben nur die. Wahrscheinlich haben es die anderen Restaurants auch, aber das ist einfach mal das nächste. Aber es ist schon krass, weil manche Sachen, die du so in Deutschland ganz normal im Supermarkt kriegst, ist hier ein bisschen Mangelware. Also die haben so Küchenzeug so ohne Ende, weil ich habe ja eine ausgestattete Küche. Aber ich brauchte, um Pasta zu machen, brauchte ich so ein Sieb, weißt du, um das Wasser normal hier auslaufen zu lassen. Glaubst du, die haben irgendwo ein Sieb? Ja. Die haben so komplett Kochlöffel und so, diesen Kram, Töpfe und so haben die überall, aber kein Sieb. So, das Sieb scheint hier scheiß noch nicht erfunden zu sein auf Korfu, so für Nudeln. Kannst du auch ohne Sieb machen. Ja, habe ich auch gemacht das erste Mal, aber es ist trotzdem ein bisschen Geficke. Ist einfacher mit dem Sieb, ganz einfach. Ja, da hole ich mir bei Spaghetti schon, das ist ein bisschen. Da hole ich mir für 1,50 hole ich mir ein Sieb und habe nicht mehr so dieses Festhalten und Blau und Geficke. Und haben sie dich, haben können sie. Naja. Aber du bist jetzt in so einer Ferienwohnung dann. Ich habe hier meine eigene Ferienwohnung, genau. Oder wie? Ja, also ist es nicht so, dass du beim Kumpel bist oder irgendwo und sagst, da fehlt was oder irgendwie verwandt hast oder sowas? Ne? Nee, eigene Ferienbude und ist doch so ein eigenständiges Häuschen. Ist nicht direkt an der Straße und ist so ein bisschen dahinter. Mhm. Das heißt, ich park vor einer Straße und dann gehe ich so einen Weg praktisch, also vorne ist noch ein anderes Haus. Da wohnt die Großmutter von dem Besitzer. Und ich wohne praktisch hinter ihr in so einem separaten Haus. Sind da 2 Zimmer und Bad. Mach nicht zu laute Musik. Nee, ich mache ja keine Musik. Also schlecht. Ist easy. Außerdem habe ich hier so ein, also ich bin extrem leise, weil ich habe hier noch den, so ein Flatscreen zu stehen.
Und der Sound aus dem Flatscreen klingt ja total scheiße, wenn du da keine Boxen anschließt. Das ist ja wie aus so einer Blechdose. So Blecher, ne? Ja, und deswegen mache ich meine Kopfhörer ran, weil es dann besser klingt. Das heißt, nicht mehr, wenn ich meinen Fernseher anmache, hört man mich irgendwie nach außen hin, weil ich habe Kopfhörer auf, weil es einfach mal ein besserer Sound ist. Ah ja, das kennt man. Okay, dann ist man da schon mal, gibt's keinen Lärm. Aber dann hast du also viel geguckt, oder wie? Ich habe hier eine Menge geguckt, ja. Ich habe so viel geguckt, dass ich dann angefangen habe, so Sachen zu gucken, die schon mal rezensiert worden sind, wo ich gesagt habe, ach komm, werde ich dann mit Lee wieder die nächste Folge aufnehme, haben wir gesagt, werde ich da auch mal eine fette Punktenachreichung machen, aber so ein paar Streaming-Sachen, die Lee natürlich sofort am zweiten Tag geguckt hat und am dritten Tag sofort im Podcast gebracht. Clerks 3, Prinz aus Zamunda 2, so das, was alle schon vor 2 Jahren rezensiert haben, das habe ich jetzt geguckt. Also da könnt ihr euch drauf freuen, da werde ich meine Meinung ein bisschen rausposaunen. Ja, und schon mal geteased hier. Ja, und dann haben in der letzten Episode, wie ihr gehört habt, da war es eine andere Konstellation. Da hat Lee nämlich mit Classic Dave aufgenommen. Das war ja auch sehr interessant. Das sind die erstmal. Haben auch noch nie, oder? Nee, das gab's noch nicht. Da sind die erstmal mit, haben die erstmal über meine Schwanzlänge diskutiert. So sind die in die Episode eingestiegen. Auch nicht schlecht. Stimmt, ja, das habe ich gehört. Ich habe ja. Ja, positiv für dich. Ich meine, ich will ja nichts verraten. Ich habe ja schon gesagt, dass Chris Gebert, der gesagt hat, dass er so Penislängen voraussagen kann. Da habe ich ja schon gesagt, also da hat sich herausgestellt, dass der kaputt ist. Sein Sensor bei mir. Aber wie Lee meinte, wir haben uns schon eigentlich genug darüber unterhalten. Das müssen wir jetzt nicht auch noch, das machen die das schon, wenn ich nicht da bin, Alter, unglaublich. Ich möchte nur so viel dazu sagen. Ja. Jeder hat ja so seine Macken und seine Eigenheiten. Ich zum Beispiel mag keine Gläser. Ich trinke, also klar kann ich im Restaurant, kann ich aus dem Glas trinken, aber ich trinke lieber aus Flaschen und Dosen so direkt, anstatt dieses Zwischenstück da irgendwie mit einzubauen. Und was ich... Dieses Zwischenstück. Ja, und was ich auch... Warum? Verstehe nicht. Warum ich direkt aus der Flasche? Und was ich auch nicht mag, ist so Badeshorts. Weil ich verstehe nicht, warum man... Badeshorts trägt, die 20 Kilo schwer sind, wenn du aus dem Meer kommst, die 3 Stunden dauern, bis sie getrocknet sind und die total schwer und unhandlich sind. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch keine Badeshorts. Und habe nicht so eine Speedo-Hose, wie sich jetzt manche vorstellen da draußen, sondern ich habe halt so eine ganz normale, enger liegende Badehose. Ich muss fragen. Weil... Man will ja auch zeigen, dass man was hat und deswegen. Pants-mäßig, ja. Das kommt ja auch dazu, weil in der Badeshorts siehst du ja nicht. Weißt du, kannst ja nicht sehen, was dahinter ist. Deswegen so sieht man das. Hat alles, ist alles. Der kommt drauf an, wie groß er ist, da können wir es auch bei Badeshorts sehen. Ist alles durchdacht, ja, okay. Oder wie er hängt so. Ja. Wenn es eine lange Badeshorts ist, würde man es. Manchmal ist ja auch, je kleiner, umso eher sieht man es ja, weil er dann so nach oben, so nach vorne guckt, wenn er so kurz ist. Das gibt's ja auch. Ach so, meinst du, ja, okay. Wenn er siehst du schon. Als wenn er so schön mitgleitet nach unten. Mein Gott, Alter. Jetzt reden wir, das ist ja schon ein Wegquatsch immer für immer Hakan-Style hier. Ja, total. Ja, wir müssen es ja irgendwie überbieten, was die beiden letzte Episode gemacht haben. Aber, das ist schon heftig. Also, war sehr unterhaltsam. Und was ich zum ersten Mal gemacht habe, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Dadurch, dass wir den Vorlauf haben und ich kein Vorschaubild machen muss und ich nicht für diese Punkteratung was vorbereiten muss, hat mir Lee die Datei geschickt und ich wusste nicht, was die geguckt haben. Das war schon ganz geil. Das heißt, ich habe mir den Podcast angehört, ich wusste nicht, wer im Punkteraten gewonnen hat, sonst kriege ich ja die Information immer so direkt von ihm, wenn ihr beide aufgenommen habt. Und ich wusste nicht, was für Filme kommen, ich wusste nicht, über was die reden und deswegen war das immer so eine Überraschung, wenn die halt so den nächsten Film gebracht haben und das war schon immer so ein Aha-Moment, das fand ich schon cool, aber das haben unsere Hörer ja... Neutraler Hörer quasi. Ja, aber das haben unsere Hörer ja auch nicht, weil die sehen ja das Vorschaubild, also insofern sind die auch nicht so während des Hörens überrascht und sagen so, oh krass, jetzt redet ihr über den Film, sondern vielleicht hast du eine Idee, man müsste das Vorschaubild irgendwie so hologrammmäßig machen und dass es dann während des Hörens so sichtbar wird. Kannst du das? Das wäre cool. Beim Podcast, ob das so geht, weiß ich nicht. Beim Video geht das natürlich, aber so. Aber das ist ja auch ein Bild immer. Gut, da kannst du ja was nehmen. Naja, das immer das Bild. Du hast ein schwarzes Vorschaubild und immer wenn der Film dann anfängt, dann kommt das Vorschaubild da, diese Ecke, wo der Film halt irgendwie drin ist. Kannst du das klar machen für diese Episode? Ihr wollt ja natürlich manche triggern. Keine Ahnung, nein. Ich sag jetzt nein einfach. Wie keine Ahnung, nein? Ich dachte, du wärst technisch versierter als ich. Ja, fürs YouTube-Video können wir das machen. Aber nur da, oder was? Nicht für die Podcast-Apps? Das glaube ich nicht, das habe ich nie. Ich weiß, ob das geht. Ich glaube nicht, dass das geht, weil es keine Animation oder so ist. Das glaube ich nicht. Ach klar. Also wäre natürlich was Schlaues, ein neues Feature, wenn die zuhören oder so, ne? Ich meine, jetzt machen sie auch so Spotify und so, dass man die Podcasts wenigstens auch mit Video gucken kann. Und beim Vorschaubild weiß ich nicht. Aber ihr wollt ja auch so die Leute mal kriegen, ne?
Weil manche sagen, okay, die hören, aber manche wollen schon genau gucken, was ist jetzt Sache, welche Filme. Und dann können sie ja im Text schauen, oh, wenn sie das wollten, ne? Also du meinst, wir hätten mehr Hörer, wenn wir nicht sagen würden, welche Filme wir rezensieren, sondern einfach nur ein schwarzes Vorschaubild hätten, weil die dann hören müssten, um zu hören, ob da Filme bei sind, die die cool finden. Das wird sich, glaube ich, wieder, wird wieder so aufs Null kommen. Weil die Leute, die haben keinen Bock, die wollen nur gucken, okay, wenn jetzt hier Terminator gemacht wird, das will ich hören, wenn er besprochen wird. Ja, aber jetzt müssen die jede Episode reinhören, ob Terminator kommt. Okay, keinen Bock wird. Verstehst du? Ja, okay, aber die hören dann nur so rein, die switchen da durch. Aber wie gesagt, du hast ja den Text da unten, oder? Wo die reinkommen können. Zumindest das. Oder willst du das auch weglassen dann? Dann hättest du ja keine. Alles weglassen? Mhm. Mal einfach mal ummodeln alles. Hakan würde auch sagen, dieses Reinswitchen. Ja, was sagen die Leute sonst? Dieses Reinswitchen sagt Hakan, ist auch ein Klick, ist auch ein Stream für uns. Insofern ist es okay. Ja, das war. Ja. Professor Dr. Marketing Hakan. Ja. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Wir wollen das alles mal testen, ne? Mal ausprobieren. Man verliert ja nichts. Ist ja nicht so, dass du auf einmal hier 1.000 Dollar ausgibst und dann, fuck, wir müssen jetzt hier aufgeben und sind pleite. Nee, kann man alles testen. Ja gut, ich wende mich mal da direkt an unseren Technik-Profi und Bewegtbahnhausen Technikbeauftragten Lee. Also Alessandro scheint es nicht hinzukriegen oder will es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hast du da eine Idee. Ansonsten macht das Vorschaubild einfach schwarz. Für die nächste Episode. Oder allgemein. Das ist witzig, ich weiß genau, was er sagen würde, wenn er hier wäre und so, Alter. Ja, komm, du vertrittst ihn ja quasi. Insofern, du bist ja sein Avatar. So, was würde er denn sagen? Okay, dann sage ich einfach im Standard von nein. Das hat er noch nie gesagt. Okay. Nein. Das hätte er nie gesagt. Nee, das ist überhaupt nicht sein. Aber ich mache jetzt nicht den Schlagnamen. Doch, mach mal, was würde er denn sagen? Nee, auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die gar nicht. Ich habe den schon so lange nicht mehr gesehen. Ich habe vergessen, wie der aussieht und wie er spricht und so. Das letzte Mal war vor dem Urlaub. Ach so, hast vergessen, wie er aussieht und wie er spricht. Ich auch. Mich auch. Ja. Ja, gut, klar. Ist ja auch, aus dem Urlaub ist man ja so ein bisschen Kopf abschalten. Ey, was ich richtig bereue. Urlaub ist ja so ein bisschen meine, pass auf, Urlaub ist ja meine Buchzeit so. Da lese ich ja Bücher am Strand und so. Und ich wollte das Buch lesen, was Timo Weltenschreiter geschrieben hat, wo er nämlich, im Nachwort hat er nämlich uns nochmal gedankt und das Buch wollte ich mitnehmen. Und dann hat mir unser Azubi Dennis vergessen. Ja, und unser Azubi Dennis hat mir das Buch von Per Anhalter durch die Galaxis geschenkt. Und das wollte ich auch lesen. Ich habe gesagt, okay, die zwei Bücher lese ich am Strand. Und dann wusste ich, dass ich was vergessen habe und ich komme an und habe beide Bücher vergessen und habe nichts zum Lesen hier. Und deswegen sitze ich echt am Strand und höre Podcast. Oh nein. Ja, tatsächlich höre ich. Das ist halt das gleiche Scheiß wie zu Hause. Ich habe halt nichts zu lesen. Sonst würde ich keinen Podcast hören und würde hier Bücher lesen. Stattdessen Bücher vergessen und sitzt mit Kopfhörer und hört Podcast. Gibt's da keine Bücherei irgendwie mit deutschen Büchern, die irgendwie Oldschool heißt oder so? Oldschool-Bücherei? Nee. Hier in der Ecke vom Apartment liegen 7 Bücher, aber die sind alle griechisch, also ist nichts Deutsches dabei, sonst würde ich da wahrscheinlich irgendwie wahllos ein deutsches Buch lesen, aber haben sie nicht. Nix da, ey. Tja, muss ich durch. Also, gute Ausrede auf jeden Fall. Schreiner und Dennis steht auf dem Schirm. Habe ich auf dem Schirm, lese ich irgendwann im nächsten Urlaub. Das ist so ein bisschen so, als hätte der Hund die Hausaufgaben gegessen oder so. Ne? Nee, ich will die ja lesen, aber ich danke fürs Geschenk. Lese halt nicht zu Hause. Ja, ich mag zum Beispiel, das ist auch noch so eine kleine Macke, heute Mackentag, keine Badeshorts, keine Gläser und ich habe voll das schlechte Gewissen, wenn ich bei künstlichem Licht irgendwie lese. Dann bilde ich mir immer ein, ich mache mir meine Augen voll in den Arsch gerade. Ich lese immer nur bei Tageslicht. Ach so, deswegen. Ich dachte schon wieder Umwelt oder so. Was? Nein. Scheiß auf die Umwelt. Ich hätte schon bei Tageslicht lesen können. Nein. Das wäre so witzig, so ich kann nicht lesen, aber künstlich nicht. Und danach ist der Fernseher so an und Dolby Digital und so, boh, boh, boh. Ja, klar. Das ist richtig gut. Halt. Licht im Flur einfach mal 7 Stunden an. Ach so, da hast du Angst, dass die Augen. Ja, ich habe das Gefühl, dass du bei künstlichem Licht die Augen fixt. Und deswegen lese ich immer nur so unter freiem Himmel tagsüber irgendwo. Also Strand ist perfekt. Ja, meistens ist ja auch so dieses, ich meine, ich bin auch so wie du in dem Fall, ich lese eigentlich fast nur im Urlaub, weiß nicht, wieso das so ist, ich habe ja keine Zeit und keine Ruhe dann, die ich nicht finde, ne, und da hat es immer geklappt, immer richtig viel und da lese ich am Strand auch am liebsten wie du, ne, oder morgens beim Frühstück so Espresso und bla bla, aber wenn ich dann abends, da habe ich auch keinen Fernseher so in meinem Schlafzimmer irgendwas und habe auch keinen Bock auf Podcast oder Musik irgendwas hören zum Einpennen, okay, dann lese ich da auch, aber das ist dann ja künstliches Licht dementsprechend. Mhm. Aber da bin ich immer müde. Und das kommt natürlich, also mir dann auch voll vor, als wäre ich voll gefickt oder meine Augen gefickt, weil ich einfach mit dem Buch in der Hand einpenne und dann so wegdöse. Und dann, das ist so heftig während des Lesens, weil du machst ja was aktiv
lesen, ne? Mehr so als Fernsehen gucken, das ist ja ein bisschen passiv. Und trotzdem kippst du so weg und so, ne, Alter. Und da kann ich natürlich auch verstehen, vielleicht kommt so ein Gefühl, dann künstliches Licht, weil du aus der Müdigkeit kommt und das ist ein anstrengendes, ein bisschen. Meinst du ja, aber, ist halt richtig heftiges so, ja. Licht. Du sagst es einbildend. Keine Ahnung, bei jedem ist es anders. Ich sag gar nichts mehr so, weil alle Menschen sind so verschieden, da könnte alles passieren. Also das Ding ist, meine Augen sind immer noch einmal frei. Ich brauche keine Brille, ja, mit meinen fast 60 Jahren und vielleicht habe ich ja recht mit meiner Theorie, ja, weil ich nie bei künstlichem Licht lese. Andere Kumpels von mir bauen schon mit 20 eine Brille. Okay, das ist es. Das ist so witzig. Ja, das, aber in dem Alter verschafft man auch so komische Kausalitäten auf einmal so. Ja, weil ich das, weil ich lese, habe ich gute Augen. Genau. Weil im Dunkeln nicht sehr gut. So wie Salma Hayek gesagt hat, als sie gefragt worden ist, warum sie immer noch so schön ist, obwohl sie jetzt schon über 50 ist. Und sie gesagt hat, ihr Geheimnis ist, dass sie sich nie das Gesicht wäscht. Und ach so, ja. Sie wäscht sich so gut wie nie das Gesicht. Genau. Und deswegen sieht sie wohl so jung aus. Das habe ich gar nicht gehört. Ja, das hat sie mal, das war ja ihr Statement, wo ich gesagt habe. Okay, das ist wahrscheinlich... Was du meinst, oder? Dass man im hohen Alter irgendwelche Theorien aufstellt. So in der Richtung. Ja. Ja, ja. Tja. Witzig. Mal gucken. Alter Schwede. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ein guter Hinweis auf ein Format, was vor 3 Monaten das letzte Mal gab, glaube ich. Bisschen voll geworden, der Moderator. Ja, das könnte passen. Aber natürlich ist er jemand, der auf vielen Hochzeiten tanzt. Also selbst wenn es keinen Mal gucken gibt, kommt ein Podcast raus oder er ist bei den Bewegtbahnhausen zu Gast oder bei BQÜF oder. Also Alessandro könnt ihr auf jeden Fall irgendwo sehen. Und deswegen bist du ja trotzdem aktiv, auch wenn mal die... Was ist denn mit Mal gucken? Ist es auf Eis oder? Nee, startet. Was haben wir denn heute überhaupt? Ich weiß gar nicht, welches Datum wir heute haben. Wir haben heute den... Ungefähr. Ja, wir haben den ersten Dienstag im September. Was für ein Datum das ist jetzt? Ach so, ja, den ersten Dienstag im September. Das ist ja, dann ist aber, da müsste jetzt gerade meine Folge rauskommen, die neue. Wir haben den 5. September heute. Mal gucken. Und ein Podcast zu Rambo kommt raus. Ein Videopodcast. Oh, Rambo 1. Mhm. Ist da jemand dabei? Mhm. First Blood. Ja, da habe ich eine gute alte Freundin, die auch das Buch gelesen hat. Die hat das Rambo und den Film, glaube ich, ganz gut findet. Hat sie das Rambo-Buch bei Tageslicht gelesen oder bei der Nachttischlampe? Das hätte ich sie fragen sollen. Wichtig, ja. Das hätte ich sie fragen sollen. Sagt, die soll sich nicht die Augen kaputt machen. Das werde ich aber nachreichen. Sag ihr gestern gesagt, soll sich nicht die Augen kaputt machen. Oh nein. Weißt du was, Gess? Die hat eine Brille auf. Bestimmt hat die das auf jeden Fall bei künstlichem Licht gelesen. Auf jeden Fall hat die das bei künstlichem Licht gelesen. Ja. Siehst du, nur Filme gucken. Ja. Nur Filme gucken. So sieht's aus. Das Licht aus dem Medium selbst. Ja. Das ist viel besser. So sieht's aus. Aber was ist, Gess, jetzt mal ganz heftig, lies doch mit diesen scheiß elektronischen Dingern. Wie heißen die nochmal? Diese Kindle und so. Ja, Kindle und iPad. Da kommt der Licht raus. So. Die gibt's ja beleuchtet. Ja, gut, weiß ich nicht. Ja, da dürfte ja nichts schief gehen. Ja, aber das finde ich wieder nicht so cool wie ein Buch. Ist nicht sexy. Nee, ist nicht sexy. Ja, ich auch nicht. Sieht ja schon irgendwie, so ein klassisches Buch ist schon irgendwie was anderes. Ja, viel geiler. Aber es, auf jeden Fall. Da bin ich bei dir. War ein guter Hinweis auf deine ganzen Formate, weil wir beide, ja, definitiv, und ich sag jetzt mal, ich mache jetzt mal einen Stempel drauf, in diesem Herbst kommt von uns beiden auch ein neuer Podcast, wo wir über Deliverance reden. Beim Sterben ist jeder der Erste. Den haben wir beide nämlich noch nicht gesehen und deswegen werden wir den zum ersten Mal sichten und das haben wir schon seit 9 Jahren geplant, deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt habe ich es gesagt, diesen Herbst auf jeden Fall, bevor der Winter anbricht, haben wir diesen Podcast im Kasten. Safe, da freue ich mich. Ich glaube, es ist auch genau ein Jahr her, dass wir Suspiria gemacht haben. Dann. Ein Jahr ungefähr. Ja, das ist schon auch eins und zwei schon wieder viel zu lange. Mhm. Du bist schon wieder hier so eine... Na krass, aber... Du musst ja schon wieder so eine Amateure daran holen, links und rechts. Genau. Da freue ich mich drauf. Sehr cool. Ja, und jetzt hast du mich selber auf was gebracht. Deliverance. Wir wollen ja hier Profis bleiben und weil wir heute die Dienstagsepisode haben, wollen wir natürlich auch berichten, was ich mit Lee in der Support-Episode aufgenommen habe. Und das war auch hier aus Griechenland. Da habe ich nämlich auch ein bisschen hier von der Insel berichtet, was hier so los ist und was hier so abging in den ersten Tagen. Und nebenbei haben wir noch 4 Filme rezensiert. Von mir kam Lulu oder der Lulu und Werner Eiskalt, der aktuellste Werner-Teil. Und und Lee hat über den Film I Like Movies geredet. Hast du von dem schon mal was gehört? I Like Movies, nee, über so einen Nerd, der so in so einer Videothek arbeitet und da die Leute so voll labert, was die für einen komischen Filmgeschmack haben und so, und die versucht so zu überzeugen. Also so absoluter Film. Halt so, kommt mir wie bekannt vor. Halt so ein richtiger Nerd, aber hat irgendwie keine Freunde und so, aber ist irgendwie total filmbegeistert. Also es klang super interessant. Und dann hat er noch über die Alter, muss ich noch nachhören. Da hat er noch über die Apple TV-Serie Silo geredet mit der
hässlichen Hexe Rebecca Ferguson in der Hauptrolle. Die hat er da auch nochmal rezensiert. Ja. Cool. Gute Sachen. Hörst du rein? Nee, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hörst du rein? Wegen Werner oder wegen uns? Ja, klar. Wegen beiden? Wegen euch. Euretwegen. Hörst du den Podcast dann am Strand, jetzt, oder? Ich wollte eigentlich... Erstmal wollte ich eigentlich nicht wissen, was da kommt in der Folge, weil den wollte ich natürlich so hören. So, ne? Ja, aber wir wollen ja Leute, die uns nicht supporten, dass sie hören, was sie auch für geile Sachen da in der Support-Episode bringen. Jetzt hören die, der Lulu, der französische Film mit Isabelle Huppert von 1980. Den wollte ich schon immer mal hören, wie sie Podcast darüber reden. Ach, der fünfte Werner, der so scheiße ist. Ja, genau. Ich supporte lieber genauso sofort, um diese Rezension reinzuhören. Ich weiß nicht, dass es einen fünften gibt, Alter. Das ist immer noch machen. Okay. Der ist auch richtig beschissen bewertet. Oh Mann, du kannst dich an den ersten Teil erinnern, wo alle gemeckert haben über diese Realszenen. Weißt du, dass sie diese normalen Filmszenen haben zwischen den Zeichentrickszenen? Ja. Und das haben die im fünften wieder reingenommen, aber voll viele. Also da sind kaum Animationsszenen, sondern voll viel Realszenen, wo im ersten Teil alle gemeckert haben, warum da Realszenen drin sind. Das ist so dumm. Egal. Okay, das ist echt dumm. Das ist echt dumm. Wer mehr Supporter sein. Genau, wer mehr Liebe hören will zu Werner eiskalt, der muss da reinhören. Und wie gesagt, diese beiden Sachen, die Lee mitgebracht hat, waren auch sehr interessant. Jeden Sonntag für die Supporter. Mhm. Ansonsten dienstags, freitags fürs normale Publikum bewegt Banausen Podcast-Folge. Und wir dachten, ehe die auf beide Banausen verzichten müssen, ist zumindest ein Banause am Start mit einem halben Banausen jeweils. Deswegen, Classic Dave, letzte Episode, jetzt ich und Alessandro. Vielleicht, wir nehmen auf jeden Fall noch eine zweite Episode auf. Vielleicht streuen wir dann eine zweite Episode mit Lee und mir dazwischen. Das müssen wir nochmal gucken mit dem Release. Aber jetzt erstmal an diesem 5. September. Wir beide. Ja. Cool. Sehr schön. Cool. Also wer fängt an? Ich fange an. Du fängst an? Ja, und du weißt, du vertrittst Lee auch im Punkteraten. Ach ja, das Spiel wieder, ja klar. Du kannst ihn heute reinreiten. Also Dave hat mich reingeritten, hat verloren, hat sich aber gut geschlagen, muss ich zugeben. Also hat wirklich knapp verloren. Insofern brauchst dir keine große Mühe geben heute, also ist okay. Okay, dann mach ich mal locker flockig. Mach locker flockig. Also, locker flockig. Mein erster Film heute. Ihr lacht schon. Pass auf. Ich hab ein bisschen Angst, Alter, was ist los? Ich muss zugeben, ich wundere mich, dass du den nicht gelockt hast, weil das ist genauso ein Film, den du normalerweise sofort anguckst. Ich wundere mich halt, dass du den nicht gesehen hast bisher. Pass auf, vor dem Release hatte ich nach dem Trailer riesen Bock, den Film zu gucken. Dann lief der kurz im Kino, da dachte ich so, okay, geil. Und dann war der auf einmal auf Netflix, weil das war ursprünglich ein Netflix-Film. Und zwar Noah Baumbachs letzte Regiearbeit und gleichzeitig die erste Buchadaption, wo er Regie und Drehbuch geschrieben hat. Also von Fantastic Mr. Fox gab es glaube ich auch eine Vorlage. Also da war auch Drehbuchautor und da gab es eine Buchvorlage. Ansonsten ist das erst der zweite Film. Okay, weiß ich gar nicht. Und ich rede über White Noise. Weißes Rauschen. Ach, okay. Auf Netflix. Ja. Was ja schon mit einer ziemlich guten Besetzung daherkommt. Und ich dachte so, okay, Alessandro guckt sich diese Filme normalerweise mal an. Also warum hast du den nicht gelockt? Ich hab den mal angefangen, den Film. Du hast ihn mal angefangen? Auf Netflix. Ja. Aber ich hatte da keinen Bock irgendwie zu. Dann habe ich den aufgenommen, dann kam ich mir dazu, den weiterzugucken. Okay. Obwohl der gar nicht schlecht war, der Anfang so. Mit dieser Patchwork-Familie, Adam Driver und so, ne? Ja, ist das doch der, genau der. Ja, okay. Ist ja interessant, okay. Und mit Greta Gerwig sogar? Ja, genau, die spielt die Frau, auf jeden Fall. Ja, ne? Du bist beim richtigen Film. Der Anfang war gar nicht schlecht. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann nicht so ein bisschen verstehen, weil ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Ist nicht leicht zu gucken, drück's mal so aus. Und Noah Baumbach hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Don DeLillo. Das ist auch gleichzeitig der Originalautor der Buchvorlage. Der hat nämlich das Buch dazu geschrieben. Okay. Und der hat auch die Buchvorlage von Cosmopolis geschrieben. Der ähnlich verkopft ist, wo man sagt, so Alter, dieses Buch willst du verfilmen oder was? Und den Film fand ich auch auf jeden Fall strange. Und der Cronenberg-Film, ne? Genau, der war von Cronenberg, wo Robert Pattinson die ganze Zeit in dieser Limousine durch die Gegend fährt. Aber jetzt nochmal zu... Den fand ich ja gut, ne? Den fandst du gut. Ne? Ja. Oha, nee, den fand ich nicht gut. Ja. So, kommen wir zu White Noise. Also,
wir sind im Jahr 1983 von der Handlung. Und wir haben hier eine etwas alternative US, du sagtest es, Patchwork-Familie. Wir haben den Vater Jack, wir haben Mutter Babette. Er wird gespielt von Adam Driver, sie wird gespielt von Greta Gerwig. Und die haben vier Kinder. Ich glaube, ein einziges Kind ist von beiden zusammen. Zwei Kinder kommen, glaube ich, aus seiner Ehe. Und ein Kind kommt, glaube ich, aus ihrer früheren Beziehung. Also die sind auch nicht verheiratet, sondern leben halt in diesem Konglomerat aus diesen Kindern. Ach, jetzt weiß ich wieder, wieso ich nicht weitergeguckt habe, Guess. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Weil jetzt, wo du es erzählst, kommt so ein bisschen die Erinnerung wieder. Da weiß ich noch, wie die abends im Bett liegen, ne? Ja. Die sitzen am Anfang abends im Bett und dann reden die darüber. Was war das nochmal mit dem Sterben, ne? Reden die irgendwie wegen Zukunft und wer als erster stirbt. Genau, wer soll als erster sterben und so weiter. Und das, ich konnte das gerade nicht ertragen, so dieses mit Zukunft, mit Kindern und so. Ach, das war gerade so zu heftig. Ach so, das war zu schwer, okay. Und dann habe ich das erstmal, ja, da habe ich es mir gerade so dieser, obwohl es gar nicht so schwer ist. Ja, weil so die das so, weil die da das eigentlich Moment, so dahin sagen, so, weißt du? Das sind so ganz normale Unterhaltungen, ja, die halt so genau. Über den Tod führen. Das heißt, es ist ja nicht so schwerwiegend, ja. Sondern die sind halt allgemein ein bisschen seltsam. Also alle Charaktere in dieser Familie. Aber da wollte ich einen Moment aber nicht so drüber nachdenken, habe ich es erstmal gelassen und dann habe ich den einfach vergessen im Film. So. Okay, verstehe. Entschuldigung, bitte. Ja, ich erzähle mal ein bisschen, wie die Charaktere aufgebaut sind. Also es ist ein nerdiger Teenie-Sohn in der Familie, der ist also sehr, sehr, der kennt sich auch mit Physik, mit allen möglichen Sachen, ist sehr neugierig und technikbegabt. Ach, Nerd. Ja, Nerd hat er. Ja. Dann haben wir eine ängstliche Teenie-Tochter, die sehr sensibel ist und die auch gerade entdeckt hat, dass ihre Mutter irgendwelche komischen, ominösen Tabletten zu sich nimmt und hat das beobachtet und ist dieser Sache auch so ein bisschen auf der Spur. Zwei von den kleineren Kindern übrigens, die hier noch mitspielen, sind die Kinder von Alessandro Nivola, falls du das nicht wusstest. Also hier von diesen vier Kindern sind zwei auf jeden Fall vom, das wusste ich nicht. Von Herrn Nivola, von deinem italienischen Landsmann. Und? Jack, die Rolle von Edward Driver, ist Professor für Naziologie. So würde ich es mal übersetzen. Ja, genau. Das heißt, alles, was sich irgendwie ums Dritte Reich rankt, der lernt auch irgendwie heimlich Deutsch, aber es darf keiner wissen, weil es peinlich ist, dass er trotz seines Spezialgebiets irgendwie nicht Deutsch kann und deswegen nimmt er irgendwie Unterricht privat, aber verheimlicht das so ein bisschen. Und er trägt auch in der Uni so eine dunkle, so eine halbdunkle Sonnenbrille, um charismatischer zu wirken, weil er sonst zu normal aussieht und das ist schon eine ganz lustige Rolle. Und sein bester Freund an der Uni wird gespielt von Don Cheadle und der wiederum ist Professor und ist auf alles spezialisiert, was sich um Elvis Presley dreht. Und es gibt auch eine Vorlesung mit den beiden. Super, Witze, ja. Das ist auch strange, Alter. Es gibt so eine Vorlesung, die so wie so ein Rap-Battle sich steigert, weil Adam Driver in seiner Rolle als Jack so über das Dritte Reich redet und über Hitler und über Nazis und gleichzeitig vergleicht Don Cheadle das mit Elvis und erzählt irgendwelche Konzerte von Elvis und was er so für Eigenheiten hat. Und dann werfen die sich gegenseitig die Bälle zu. Die eine redet über Weltkrieg, die andere redet über Elvis. Also wie so ein Rap-Battle. Also auch eine komische Szene. Und voll Witze, ja. Also ist schon ein sehr skurriler Film. Also so viel erstmal zur Vorstellung der Figuren. Dann startet der Film eigentlich wie ein Spielberg-Film. Unsere Familie wird kurz vorgestellt, die sitzen am Küchentisch, essen da, wir sehen, die sind ein bisschen komisch und die sind ein bisschen seltsam, so wenn an den Dialogen kommt es ja auch raus und dass er diese Naziologie studiert und so. Und dann beobachtet der Sohn oben aus dem ersten Stock, hat er so ein Fenster, wo es dann raus zu so einem Vordach führt, weißt du, wo du dich so auf dieses Dach auch so draufsetzen kannst, aber es geht dann schräg nach unten. Und er beobachtet mit einem Fernglas, dass ein Öllaster ein paar Kilometer weiter in Flammen aufgegangen ist und er sieht dazu die Rauchschwaden. Und dann siehst du überall die Feuerwehr irgendwie langrasen. Und dann kommt der Vater und guckt auch durchs Fernglas, was da los ist. Und der Sohn hält ihn so fest, weil es damit er nicht runterfällt. Und die beobachten das Ganze. Und dann gehen die wieder zurück ans Essen. Und während die essen, kommt draußen so ein Evakuierungsalarm von draußen. Da fahren Autos lang und sagen so, von wegen, der Rauch, der hier rüberzieht und der baldige Regen, der vom Himmel fallen könnte, sind lebensgefährlich. Deswegen werden die alle evakuiert, alle sollen aus ihren Häusern raus und so weit wie möglich wegfahren. Und die Tochter hört diese Evakuierung und dann, der Vater sitzt beim Essen und will gar nicht los, sondern er fragt die Tochter noch so, ja, wie war denn die genaue Formulierung? Also wollten die denn, dass wir sofort gehen oder hat das noch Zeit oder so? Das fand ich schon auch ganz witzig. Und die Tochter so, nee, wir müssen sofort los und so. Und der Vater will dann noch, stopft sich noch irgendwie Essen rein, so weißt du. Und dann greifen die halt alles, was irgendwie zu greifen ist, steigen ins Auto und fahren los. Und die fahren an der Tankstelle, weil irgendwann mal das Benzin alle ist. Die Tankstelle ist leergefegt, da ist keiner mehr drin.
Und der Vater steigt aus und tankt für 2 Minuten und kriegt ein bisschen von diesem Regen ab, der gerade so reintropft. Also er wird dem Regen so ein bisschen ausgesetzt. Ja. Und dann hört er im Radio eine Durchsage, dass alle, die irgendwie diesem Regen länger als 10 Sekunden ausgesetzt waren, und er war irgendwie 2 Minuten oder so tanken, müssen sich in so einer Sammelstelle melden. Und dann kommt diese Sammelstelle, er meldet sich und wird da befragt von so einem Jugendlichen, der da irgendwie stationiert ist, wo es dann heißt, so, ja, es ist halt gefährlich und hin und her. Und also wir müssen jetzt gucken, was wir mit ihnen machen und so. Und kurz danach bricht diese Sammelstelle die komplette Panik aus. Alle flüchten irgendwie raus. Also er fing an wie Spielberg, weißt du, du hast diese Seerungen, du hast diese Evakuierung, du hast irgendwie diese herzliche Familie, die sich gut miteinander verstehen, weißt du, die irgendwie cool miteinander sind. Ja. Und das wirkt so ein bisschen wie Spielberg, diese Vorstadt-Idylle. Da, wo diese Panik ausbricht in dieser Sammelstelle, da hatte ich so ein bisschen Vibes von Bo is Afraid. Da hast du dann fast schon so Ari Aster-Anleihen. Die Dialoge wiederum erinnern die ganze Zeit an Woody Allen, weil die sich die ganze Zeit voll schnell irgendwelche Dialoge und Lines an den Kopf werfen, die halt total komisch sind. Also die Frau von ihm, Babette, fängt zum Beispiel an zu sinnieren, woran das gelegen haben könnte. Weißt du, dass jetzt die Leute evakuiert werden und dass dieser Laster da umgekippt ist und dass der Regen da von der Decke vom Himmel fällt, der giftig ist und so. Und sie sagt, ja, mir fallen 7 Gründe ein, warum das jetzt uns passiert ist. Und dann antwortet Jake, also so die Rolle von Adam Driver, antwortet dann so, ich komme nur auf 6. Aber die sagen nicht, was für Gründe das sind. Das heißt, das sind so die Dialoge, weißt du? Mir fallen 7 Gründe. Ich komme nur auf 6, so, weißt du? Und dann das ist so, das geht schon weiter, so, weißt du? Also das sind so die ganze Zeit die Dialoge, die dieser Film so um sich schmeißt. Also das ist echt ein seltsamer Film. Und skurril, ja. Ja, später wird dann noch das Thema Religion aufgerissen. Da sehen wir da tatsächlich noch einige Bekannte aus der deutschen Filmlandschaft. Da war ich dann auch schon überrascht, eine bekannte Schauspielerin und einen bekannten Schauspieler aus Deutschland zu sehen. Und dann wird das Ganze zu... Aber willst du nicht erzählen? Ist das Spoiler? Nee, das würde ich nicht erzählen, weil es ist schon eine gute Überraschung, wenn man dann sieht, krass, wer da noch mitmacht. Und dann haben wir noch so ein Musical, so wie bei Damien Chazelle. Irgendwie so eine La La Land-Nummer. Also... Ja. Echt strange, Alter. Alter, das ist eine Mischung. Das ist wirklich ein seltsamer Film, Alter. Und funktioniert das alles? Für dich? Vereinzelt. So viel Mische? Bedingt. Guck mal, du hast ja einen Sohn gehabt. Okay. Also du hast ja immer noch einen Sohn. Aber der ist halt nicht mehr so klein, wie er mal war. Aber wenn du jetzt so einen 3-jährigen Sohn hast, ich weiß ja nicht, ob dein Bubi mit 3 Jahren auch so war. Aber wenn du einen kleinen Jungen zum Beispiel alleine in der Küche lässt mit 3 Jahren und du gehst kurz raus, weil du das Auto parken musst oder was auch immer, und du kommst zurück und dann ist hier eine Schublade auf, weißt du, auf der einen Seite ist irgendwie ein Topf abgerissen oder so hin, der Mülleimer ist umgekippt und so. Mhm. Überall ist irgendwas halb auf, halb angerissen, halb ausgekippt und so. Und so ist dieser Film. Also das ist so wie so ein 3-Jähriger, den du gerade allein in der Küche gelassen hast, der alles so ein bisschen aufgemacht hat und überall so reingeguckt hat und überall mal hier ein bisschen geschnuppert und geschmeckt und hier mal ein Stück vom Kuchen abgerissen. So chaotisch ist der Film White Noise. Aber, aber der hat wirklich trotzdem geile, interessante Momente. Ist wirklich strange. Aber als Ganzes ist das irgendwie echt ein sehr verschachtelter, seltsamer Film. Aber das muss man ihm auch wieder zugutehalten, dass er eben nicht generisch ist. Ich ziehe immer meinen Hut vor Filmen, die nicht generisch sind. Und das kann man ihm nicht vorwerfen, dass der generisch ist. Der ist alles andere als das. Aber unterm Strich ist er wirklich auch sehr strange, Alter. Also, sag mal was. Er hört sich doch ein bisschen mutig an, Alter, wenn du Bob auch was probiert und was macht und so, ne? Da so durcheinander. Eigentlich hört sich das voll interessant an. Du sagst, wenn es natürlich so verschiedene Stile sind und der eine nicht so auf Woody Allen steht, der andere steht voll auf Woody Allen-Dialoge, dafür steht er nicht auf dieses, keine Ahnung, das andere Ding, was du da sagst. Ich meine, so ein bisschen Ari Aster oder Style. Oder manchmal hören sich die Dialoge auch so Lanthimos-mäßig an, schon fast irgendwie, weißt du, so irgendwie sind die jetzt wirklich da, wenig wie normale Menschen oder nicht, keine Ahnung. Ey. Oder die Themen, die sie behandeln. Ja, was sie. Wie aus so einer Comedy-Spoof-mäßig Nazis und Elvis Presley vergleichen, sowas erzählt. Also so. Über allem schwebt so ein bisschen so ein Kaufmann-Vibe. Weißt du, so wie B. John Malkovich oder Adaption oder so. Ja. Weil das ist so ein bisschen, als wenn Noah Baumbach jetzt so ein Film verfilmt, wo Charlie Kaufman das Drehbuch geschrieben hat. Oder besser gesagt, der Sohn von Charlie Kaufman. Weil so gut ist es nicht. Weil bei Charlie Kaufman ist ja alles aus einem Guss. Da kannst du sagen, okay, hier stimmt alles an jeder Ecke. Und hier ist es so ein bisschen... Ja, mit so einer Idee dahinter. Hier ist es so, wie wenn Charlie Kaufman irgendwie mit 16 sein erstes Drehbuch schreibt. So wirkt das hier. Also du siehst schon,
seine Wurzeln, aber es ist noch nicht, er ist noch nicht komplett ausgereift oder ausgewachsen. Die Banane ist noch grün. Die Banane ist noch grün. Sind wir da schon wieder? Ich wollte gerade. Okay, Alter, aber löst sich das geil auf? Gibt das ein geiles Ende? Weil das ist ja gerade so dabei. Das Ende ist auch super Verlust strange, Mann. Weil am Ende geht's halt um dieses Religionsthema und da geht's auch um diese Medikamente, die sie genommen hat. Da kommt dann so eine Verschwörungsnummer noch mit rein. Also es ist super viel, was hier mit reingepackt wird. Und also ich kann verstehen, dass du hier irgendwann aussteigst oder gut, bei dir waren es andere Gründe, aber dass hier jemand irgendwie nach einer halben Stunde sagt, Alter, ich blicke hier gar nicht mehr durch oder was ist das für ein komischer Film? Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil dazu muss man sagen, der Film geht 2 Stunden und 16 Minuten und damit ist auch eindeutig zu lang. Also ist natürlich auch ein 2 Stunden 16 Minuten. Ist auch ein Manko von mir, dass ich sage, der Film, da brauchst du echt Sitzfleisch. Und wenn ich sage, du musst bei einem Film dranbleiben, dann musst du hier 136 Minuten dranbleiben. Was ich hier nochmal erwähnen will. Hat er nicht? Ja? Was ich hier nochmal erwähnen will, ist, du hast gesagt. War nicht Oscar nominiert? Nee, der war nicht Oscar nominiert, der war für den Song, bei der Musical-Nummer, der da läuft, haben die den eingereicht für die Oscar-Verleihung. Also als Best Song. Aber er war nicht in der, ach, nur sowas. Er war nicht in der Nominierungsliste, er war auf der Shortlist. Was mir hier auffällt, ist, eins muss man Greta Gerwig lassen, die ist ja jetzt in aller Munde als die Regisseurin, die den Film gemacht hat, der am erfolgreichsten finanziell bisher war. Und ist ja gerade ein Riesenhype. Das war ja, wo Barbie released worden ist, hast du Greta Gerwig bei Google eingegeben und dann hat Google komplett irgendwie die Seiten in rosa gemacht, weißt du, so mit Glitzer und rosa und so. Ich glaube nicht nur bei ihr, sondern auch wenn du Ryan Gosling und so. Also die hat ihre personalisierte Google Suchseite gehabt, Alter, muss ich mir vorstellen. Also ist echt krass für einen Film. Aber bei all dem Hype muss ich hier mal irgendwie anmerken, die ist wirklich eine gute Schauspielerin, Alter. Also hier diese verschrobene Ehefrau von Adam Driver, wie sie hier spielt, die macht das super. Also die ist wirklich eine richtig, richtig gute Schauspielerin, auch vor der Kamera. Und das ist hier schon wieder auf der Pro-Seite. Ja. Also was soll ich dir sagen? Es ist nicht so leicht zu raten. Es gibt wirklich Pro und Contra, aber unterm Strich war ich dann schon irgendwie bei seltsam. Bei seltsam? Ja. Ja, scheiße. Was ist seltsam auf Italienisch? Obscuro. Was ist obscuro? Obscuro. Das ist obscuro. Das heißt ja seltsam quasi, ne? Du weißt nicht, was seltsam auf Italienisch heißt, Alter. Ich weiß was gar nicht. So. Ich merke schon. Siehst du? Ich weiß auch nicht, was ich dir geben soll. Ja, ich lese mal die anderen Punkte vor, vielleicht. Das ist jetzt. Vielleicht hilft dir das. Ja, stimmt, die kommen ja auch noch. Die kommen auch noch, ja. Rotten Tomatoes, Rest in Peace, manchmal. Extra wegen dir abgeschafft. Aber wir haben noch IMDb, 5,7. Wir haben den Metascore, 66. 5,7? Ja. Okay, das haben die meisten nicht gecheckt. Ist das schon ein What-the-fuck-Film? Und wenn da welche sitzen und denken, What-the-fuck? Okay. Weiß ich nicht. Metascore 66 und Letterboxd haben wir noch glatte 3. Also, muss ein bisschen aufwiegen, was ich Positives gesagt habe und was ich Negatives gesagt habe. Es war für mich auch nicht leicht, den zu bewerten. Weil der hat schon irgendwie was, aber. Und der ist ja auch technisch ist der auch gut. Weißt du, wo diese Evakuierung losgeht und so. Also diese Panik, die kommt ja auch rüber. Sind ja keine Fuscher irgendwie, die diesen Film gemacht haben. Ist schon so Katastrophenfilm-Feeling, so Ende der Welt. Ja, so ein bisschen. Aber dann nach 20 Minuten kommt wieder ein ganz anderes Genre. Mhm. Weißt du, da geht's dann um Medikamentenmissbrauch und so. Also. Wirklich seltsam. Ja, das hört sich eigentlich voll cool an, ey. Ich sag jetzt 7 bei dir. Nee, leider nicht. Eine 6 war's. Ah, oh, fuck, so niedrig, echt? Okay, ich hatte 6,5 noch. Aber 6 hätte ich echt nicht. Siehst du, da war ich kurzzeitig. Okay, ich war kurzzeitig bei einer 6,5 und hab gedacht, okay, vielleicht ist das ein Film, wenn ich den nochmal sehen würde und weiß, worauf ich mich hier einlasse, dann hätte er vielleicht Potenzial nach oben und deswegen habe ich mich jetzt auf eine 6 eingeteilt, habe gesagt, gut, muss ich eventuell nochmal rewatchen, aber irgendwie, wie gesagt, mit 2 Stunden 16 auch viel zu lange und hatte halt ein paar Fragezeichen dann auf dem Kopf, als der Film dann zu Ende war. Ah, krass, Alter. Ja, 6 Punkte. Tut mir leid, Lee. Yes. Scusi. Yes. Ja, das Ding ist, das habe ich auch noch gedacht. Okay, das haben wir heute ja nicht, ne? Aber ihr habt ja manchmal dieses Vorherraten, wenn er so ein Dingsfilm macht. Das haben wir nur bei gemeinsamen Filmen, ja. Da haben wir dann doch gesagt. Macht ihr dann hinter? Ja, da haben wir dann doch gesagt, dass die Leute ja schon, wenn die uns Auftragsfilme mitgeben als Supporter des höchsten Pakets, die wollen ja wahrscheinlich die Meinung von uns beiden hören,
Weil wir haben natürlich überlegt, ob wir auch mit uns einen Auftragsfilm machen, aber irgendwie zahlen die auch dafür, dass die so meine Seite hören und Lees Seite. Also haben wir gesagt, machen wir das in den Gastepisoden so, dass wir zwar unsere eigenen Lose oder so bringen können, aber keine gemeinsamen Auftragsfilme. Okay. Verstehst du? Nee, das ist schon logisch. Nee, das auf jeden Fall. Nee, das würde ich auch. Nee, ich wollte es hier nur nochmal klären. Weil sich die Leute vielleicht wundern, warum wir jetzt hier 3 Episoden keinen Auftragsfilm bekommen. Ja. Wegen euch. Nee, das auf jeden Fall. Nee, ich dachte noch so, wenn ihr davor erratet, da sagt mal, ne, der Film wäre jetzt gewesen, ihr ratet euch beide auf 6, dann hört sich die Rezension und dann wird ja aufgeklärt, ihr seid ihr bei 6 oder nicht, ne? Ja. Dass ihr dann noch mal sagen könnt, würdet ihr bei der 6 bleiben oder würdet ihr die jetzt ändern? Das wäre noch interessant, ob er dann nach der Rezension, ob das so viel bringt, ob das der Unterschied und so, das Einschätzen zu dem Ding. Also dann bleibt trotzdem das Erstgesagte, ne? Aber das Zweitgesagte so als, wärst du jetzt bei immer noch bei der 6 oder würdest du jetzt eher sagen 5, 7, 8, keine Ahnung, weißt du? Ja, haben wir ab und zu aber auch kommentiert, also von uns aus, dass wir gesagt haben, okay. Bestimmt, ne? Ja, du hast mich jetzt auf eine 7 geraten, ich bin noch bei einer 7, aber dann sagt die zum Beispiel, aber du klangst auf jeden Fall höher, weil du klangst wie eine 8, so, weißt du, weil ich total euphorisch war bei einem Film. Insofern, also bei ein paar Filmen ist es cool, dass man vorher redet, ansonsten kommt das so. Okay. Ja, manchmal ist man ein bisschen überschwänglicher oder halt erzählt nur Scheiß über den Film und dann fand man den gar nicht so schlecht, so, weißt du, weil mehr die negativen Punkte. Ja, so wie du jetzt eben. Ja, so wie ich jetzt eben. Ach komm, Nein, aber so andersrum nur. Einmal Spaß. Aber der war nicht leicht. Ja, der war schon schwer so. Ne? Ich kämpfe mit fiesen Waffen heute. Cool. Musst du mit leben. Ja, nee, und Liebe jetzt nur im Hintergrund und sagte so, wie das immer so ist, ne? Hört das sich an und sagt so, ich hätte das richtig gerne. Ja, komm, aber bei dir ist es auch nicht leicht, wenn du hier Paranormal Activity durchgehst, die Reihe, und bist da von 2 Punkten bis 10 Punkten, bist du bei allem dabei, also alles ist möglich. Ist auch schwer. Ja, aber der gleich immer richtig gut. Ja, gut. Okay. Und vergleiche dann auch und sag, wie die es guten waren, und dann ist es der gleich, ne? Aber ja, natürlich hast du recht. Ach, und übrigens tut es mir leid, dass Lee anscheinend Creep nicht mochte. Ich finde es ja immer toll, dass er fast, also sehr oft eigentlich, wenn ich in der Sendung war und was dann empfehle, dass er das immer so schnell dann zeitnah guckt auch überhaupt und dann guckt er das. Ist mal gut ausgegangen, mal nicht und jetzt anscheinend nicht so gut. Du fandst ihn gut, aber ja. Aber ich dachte eher, ja, aber ich dachte eher, ihm hätte er, der würde den Humor da mögen, weil der so platt ist, weil ich finde den einfach nur witzig. Okay. Wie gesagt, er hatte diese Szene in der Badewanne erwähnt, dann tut er so, als hätte er ein Baby in den Arm und es ist einfach alles so cringe. Und das ist halt so geil, weil das so ernst durchzieht die ganze Zeit. Das ist einfach so, er kommt schon am Anfang eigentlich da an die erste Szene. Da wartet im Auto der Kameramann und da kommt Dings hier, Duplass kommt da so angejoggt und dehnt sich so richtig so peinlich. Das ist halt schon so witzig eigentlich, ne? Egal. Und die mag ja Duplass eigentlich. Das war halt so also das Ding, ne? Die Zutaten stimmen ja. Mhm. Aber egal. Ist halt so, ne? Manchmal wird man da getroffen, manchmal nicht oder so. Hast du Angst vor deinem Los? Von der großen Ziehung hier. Jaco oder wie der heißt. Ach so, glaubst du jetzt aus deiner eigenen Einschätzung? Nee, nicht wirklich. Glaubst du aus deiner eigenen Einschätzung, dass der Lee gefallen würde? Ich glaube nicht, dass er ihn langweilen wird. Ich glaube, ihm wird ihm schon gefallen. Ob er da so mega drüber, also könnte auch sein, dass er ihn richtig geil findet. So, wenn er recherchiert, dann gibt er noch einen Punkt mehr. Den kann sein, dass er dann auf wie viele Punkte mit der Recherche im Hintergrund wissen, was er auch machen wird. 8. Okay, du glaubst, Lee ist bei 8 Punkten bei Jaco. Okay. Auf Jack. Ja. Ich notiere das. Dann werden wir das abgleichen. Ja, das. So, Alessandro. Sehr gut. Jetzt beglücke uns mit deiner Rezension. Du bist dran. Okay. Es ist jetzt ein bisschen her. 4, 5 Wochen, glaube ich, der Film. Deswegen, ne, straft mich, wenn ich hier nicht alles im Kopf habe oder nicht schön genug erzähle. Also alles wie immer. Es geht nämlich um Ninja Turtles Mayhem. Mutant Mayhem. Okay. Davon gehört bestimmt, ne? Ja, habe ich. Was lachst du denn so? Ja, weil das ist typische Alessandro-Rezension hier. So halt im Kino gesehen, 100%ig, oder? Das ist, das ist halt so typisch, dass du bei Power Rangers und Teenage, selbst wenn dein Sohn nicht dabei wäre, würdest du ins Kino gehen und würdest du die angucken. Also das ist jetzt das Alibi zählt nicht. Ich wollte auch in Blue Beetle schon gehen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Okay. Und das ist ja auch so ein Kinder-Superhelden-Film eigentlich. Ja, genau, da war ich drin. Okay. Und ich bin halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil wir so ein bisschen einen Altersunterschied haben und da macht das ja, was so gerade im Fernsehen lief, immer so aus, so ein paar Jahre manchmal. Ja, definitiv. Das war nicht meine Generation. Aber als dann, nee, Ninja Turtles ist so, da war ich zu alt, also für die Zeichentrickserie damals, und dass ich da jetzt so gefangen war, das war so, da war ich zu alt für. Und
Ich habe das noch bei meinem Bruder ein bisschen mitbekommen, dass der sich so das Gameboy-Spiel gekauft hat und da so ein bisschen Fan war, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ich war da schon auf Drogen und auf Weiber aus, insofern. Das kann ich mit Ninja Turtles nicht mehr machen. Das auf Frauen und sowas, alles viel interessant. Baujahr 1950, was erwartest du? Der hat schon auf Schildkröten, ja, dann auf Frauen. So sieht's aus. Ach, jetzt weiß ich auch, warum. Ja, das war, jetzt weiß ich, warum Dave mir die, jetzt wegen Megan Fox hat er mir wahrscheinlich die Blu-ray gekauft. Weil Dave schenkt mir zum Geburtstag immer irgendwelche Blu-rays, die ich auf der Wunschliste habe. Und dann kauft er mir. 2014, der Turtles. Ja, pass auf. Und dann kauft er mir immer eine Blu-ray dazu, die ich nicht auf der Wunschliste habe. Einfach so, weil er denkt, ach, die musst du auch haben. Ah, und einmal hat er mir den Film von 2014, den Realfilm mit Megan Fox und so, hat er mir geschenkt. Zu den normalen Filmen. Ich dachte so, okay, da dachte ich so, warum hat er mir den jetzt? Also, habe ich irgendwie was verpasst oder so? Aber jetzt, wo du sagst, klar, wegen Megan Fox hat er mir den wahrscheinlich geschenkt. Ja, genau, als April, auf jeden Fall. Ja. Cool. Ja, es gab ja das Comic, ne? Es basiert ja alles auf diesem Schwarz-Weiß-Comic, bla bla, ne? Was so ein bisschen brutal düster ist. Dann kam 87 auch gerade wegen Spielzeug, wie alles, was He-Man Transformers da war, eine Zeichentrickserie 87 raus in Amerika. Die kam dann in Deutschland erst 1990. Mhm. Da war ich 6 Jahre alt. Und ich weiß noch genau, wie meine Mutter mir in einer Tageszeitung gezeigt hat, da war ein Artikel drin, jetzt kommen die Turtles nach Deutschland. Eine Serie. Da steht sowas, überleg mal, sowas, so eine Zeichentrickserie, dass die kommt, steht so in der Zeitung. Wahrscheinlich stand da nur drin, oh, zu brutal, zu heftig und so, ne, sowas wird jetzt gezeigt, ist das richtig für die Kinder, aber ich konnte noch nicht lesen. Mhm. Ich war da noch keine 6 dann, weil das Juni war im Sommer und ich war September 6. Dann wurde da 6. Und weißt du, wie ich mich gefreut habe? Das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich super jung da schon nur vom Fernseher gegangen und da diese Scheiße geguckt. Egal, diese Serie war einfach cool. Die war schnell, die war besser animiert, so als die anderen Sachen, die da vorher kamen und so, ne? Ja, der Style, da waren es fucking Ninjas, da waren es Teenager, die waren cool, die haben Pizza gefressen, die waren nach Italienern benannt und so. Es war das Richtige, das wisst ihr überhaupt, was es gab. Dann noch New York richtig, ne, was man so liebt und so geil, diese New York, coole Mucke und so, ne, der Track sowieso dann von Frank Zander auch geil gesungen eigentlich, ne? Ein bisschen Hip-Hop und so, ja. Mega. Ja, und dann später in Italien, in der Videothek, die wir da hatten und so, weißt du, die war so klein, da hast du dann zwar so ein paar Filme im Fenster gehabt, aber du hast immer nur so einen riesen Ordner gekriegt, wo du so die Cover drin waren und aus Ja, so in Serbien war es auch so. Weil du konntest ja nicht so... Ja, ne, weil du so ein Heft, ja, du kriegst so einen Ordner mit so einer Klarsichtfolie, wo da die Cover drin sind, ja. Genau, und ich da habe stundenlang durchgeblättert und so. Und dachte, ja. Da habe ich das erste Mal geliehen, damals, als ich klein war, den Realfilm. Und ich finde die auch mega. Also die ersten zwei, die ersten sowieso. Und bla bla. Dann kam irgendwann so eine Realserie raus auf RTL, lief die auch. Die habe ich aber nie wahrgenommen oder verdrängt, 97. Richtig mit realen Figuren, aber so richtig schlechten Kostüm. Du kannst dich noch erinnern, okay, das ist echt gruselig nämlich. Dann kam so eine 3D-animierte Serie raus. Ne, also Turtles, die Realfilm war ja in 3. Die fand ich nicht so toll. Ich habe das auch nicht mehr mitbekommen. Da war ich auch zu alt. Da hat man das mal gesehen, aber dachte nur so, oh, was ist aus den Turtles geworden? Weißt du denn, so weiße Augen, überhaupt kein Charakter, irgendwie die ganze Zeit. Ne, es war so ein bisschen so auf hart gemacht und so modern. Da kam irgendwann auch nochmal so ein 3D-animierter Film, der so ein bisschen sehr billig aussah, aber gar nicht so schlecht war, muss ich sagen. Mhm. Den habe ich dann irgendwie, wie habe ich den gesehen? Egal. Dann kam noch ein animierter Film. Dann kam die Michael Bay-Scheiße. Alter, so viel gab's davon. Die ich gesagt auch mit weniger Erwartung. Was? So viel gab's davon, ja. Weil die ganze Serie, ja, so, das habe ich echt. Da kamen zwei Michael Bay-Filme. Ja, und da kamen zwei Michael Bay-Filme. Stimmt. Den ersten fand ich sogar gar nicht so schlecht. Ich wusste, das habe ich ja verdrängt, dass da auch ein Sequel gab. Das habe ich ja komplett vergessen. Da gab's auch noch zwei Teile. Ja, 2017 dann. Stimmt. Ja. Und die sah schon komisch aus und es war anders, aber ich dachte, keine Erwartung im Kino gewesen und ach, war okay und so, ne? Sind nicht meine Turtles, aber geht auch klar irgendwie, ne? So war es jetzt hier auch so ein bisschen, ne? Dass ich so nicht die mega Erwartung hatte, ne? Was wir jetzt nochmal kommen. Und es gibt aber, weswegen die Kinder heute auch noch so funktionieren, dass es läuft, sie guckt auch mein Sohn, die läuft auf Prime zum Beispiel oder Pluto TV, eine Serie, die cool aussieht, auch da die animiert ist, die die Geschichte cool erzählt, von Splinter, von Hoshi und so weiter und die ganzen Sachen und interessant macht und in die Vergangenheit reisen. Wer zur Hölle ist Hoshi? Wirklich tolles. Yoshi heißt der. Yoshi, habe ich Hoshi gesagt? Hoshi ist bei mir im Ted. Yoshi, ja, das ist der Meister von Splinter. Ach so, okay. So, du kennst es gar nicht. Egal. Na doch, Splinter ist die Ratte, oder? Ja. In der Kanalisation, also der Trainer. Ist die Ratte, genau. Der Sensei. Genau. Aber von Yoshi habe ich noch nie gehört. Yoshi kenne ich nur von Mario. Ja, von dem hatte das gelernt alles. Okay. Den Kampfsport und so weiter. Ne? Eine Ratte, das war seine Hausratte und da hat er es mitgekriegt, auch diesen Kampf da mit Shredder und so, ne, zwischen den Typen.
Egal. So, das ist jetzt auch alles egal. Und da wird halt so richtig viel die Geschichte erzählt und da gibt es sogar richtige Folgen, die sind schon düster. Da sind Folgen da so Michael Myers, Jason Voorhees Verschnitt. Was? In so einer Campinghütte, wirklich so im Wald. Richtig gruselig. Habt ihr mit Gewitter und so und machen ein bisschen fertig machen und so. Das ist ganz komisch. Aber die Serie ist gut. Mhm. Die lief von 2012 bis 2017, Animationsserie. Okay. Und die gibt's bei Prime. Also die ist immer noch als Turtle-Fan, die ist echt nicht schlecht. Muss ich sagen. Da habe ich dann immer viele Folgen mitgeguckt. Das hat mir gefallen. Dann gab's ja noch einen Film Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Was? Auch gut gemacht. Aber auch damit animiert. Diese weißen Augen, aber das geht noch klar. Ha? Animiert auch. Zeichentrick. Ja, ja, okay. Nee, also Zeichentrick schon, ne? Also animiert, aber Zeichentrick, nicht so 3D-animiert. Das ja, ja, okay, jetzt, alles okay, aber ich meine nur also kein Real. Ist jetzt nicht so Kinder-Realfilm, ja. Okay. Nee, das wär's, ne, mit Batman. Mit Christian Bale als Batman. Ja, also, mal Christopher Nolan. Ja, genau, hab's nicht mitbekommen. Ja, triffst dann auf die Gummiturtles und so, ne? Egal, jetzt haben wir hier ja wieder einen 3D-animierten mit so einem besonderen Look. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast? Nee, glaube nicht. Hast du den gesehen, den Trailer mal? Glaube nicht. Doch. Der schon bei so. Bei dir. Bei mal gucken habe ich den Trailer gesehen. Du hast den nämlich angemacht und da habe ich ihn. Ja, tatsächlich, gut. Weil ich wusste, irgendwo habe ich den mal gesehen und jetzt fällt mir ein, wo ich den gesehen habe. Bei dir. Sehr gut. Ja, das war bestimmt sogar noch der Teaser, so, ne? So ein ganz kurzes Ding oder so. Kann ne? sein, aber da war schon so, dass ich gesagt habe, okay, das sieht komisch okay. aus. Das ist die Seite von denen. Ja, oder? Es ist halt wirklich so, da war es auch nicht ganz. Und ich ganz fertig, aber es ist schon sowas in Spider-Man hier New Universe, ne? Spider-Wars-mäßig. So dass es so ein bisschen stockt und so, als wären ein paar Bilder zu wenig. Hat aber trotzdem seinen ganz eigenen besonderen Charme. Und jetzt fange ich mal mit dem Stil an. Wurde auch so gepriesen, soll so werden, den Zeichnern gesagt, wie damals war so der Ton, als ihr im College auf dem Papier gezeichnet habt während des Unterrichts. So, weißt du? So ein bisschen hackelig, so ein bisschen Fehler, so ein bisschen komisch und so, alles nicht perfekt proportioniert und so, ne? Das war so die Ansage, wie sie zeichnen soll, ne? So ein bisschen roh auch irgendwie, ne? Alles nicht perfekt. Und diese Atmosphäre ist wirklich gut und passt zu diesem New York und zu den Turtles. Das muss man schon mal sagen. Das ist mega aus, Spaß, ist übersichtlich trotzdem alles, ne? Hat mir mega gefallen. Produziert hat den Film ja mit Seth Rogen. Der auch viel gemacht hat, auch mitgeschrieben hat, spricht und so weiter. Der ist ja also so auch großer Fan gewesen natürlich selbst. Und der Regisseur, Jeff Rowe, der hat nämlich an Mitchells und die Maschinen mitgearbeitet. Okay. Der auch so einen interessanten Stil hat, der auch schon so ein bisschen in die Richtung geht, wir machen so ein bisschen so fehlende Bilder, so ein bisschen Comic-Style und so. Den hat Lima rezensiert und fand den, glaube ich, auch sehr gut. Wenn ich noch richtig erinnere. Ich habe den auch mal gesehen danach. Auch mega. Ja. Ach, cool. Und fand's auch gut? Ja, gut fand ich ihn auf jeden Fall. Ich war jetzt nicht so, also lieber bei 10, glaube ich sogar. Also der hat dem, glaube ich, 10 ja, Punkte gegeben. Ja, bin ich auch, Alter. Ja, cool, da war ich nicht, aber ist schon gut. Ich fand ihn ein bisschen zu hektisch, ehrlich gesagt. Aber ansonsten war der cool. Ist ein bisschen viel passiert. Aber dann findest du Spider-Verse? Beide nicht auch gesehen. Auch zu hektisch? Ach so. Beide noch. Okay, beide weil noch dann, die gesehen. Sind nämlich alle so von der Hektik jetzt. Ja, das gut, vielleicht ist es Alter, oh, vielleicht ist halt bei anderen, ja, vielleicht ist es Alter, aber bei anderen Filmen ist es vielleicht auch anders, aber da hat's mich, da fand ich so, weiß nicht, das war mir irgendwie zu viel Action. Okay, okay. Jetzt klinge ich wirklich wie meine Eltern. Ne? Als ich das erste Mal mit den Film geguckt habe, auf meinem Beamer, weißt du, ganz normal, ich glaube, wir haben nichts geguckt, Hangover, weil mein Vater mag ja Komödien. Und dann saßen die auf meiner Couch bei diesem Beamer und du merkst richtig, die sind komplett überfordert von diesem Bild, so, weißt du? Die sitzen auf der Couch und haben dieses riesen Bild so auf der ganzen Wand. Und du merkst schon, okay, das ist das Alter so. Für mich ist ganz normal, machst halt auf Beamer einen Film an, weißt du? Und die waren so. Ja. Oh. Die konnten sich gar nicht auf den Film konzentrieren. Das war irgendwie zu viel. Das ist für dich halt so, als würdest du jetzt bei künstlichem Licht ein Buch lesen, ne? Ja, so ungefähr. Ja. So ungefähr ist das. So ungefähr, ja. Aber ist halt so. Egal, ist auch Gewöhnungssache alles, ne? Mhm. Hat ja nicht nur im Alter, aber Gewöhnungssache, ne? Ich meine, wenn jetzt mein Sohn, der ja viel jünger ist, und dann mache ich einen Beamer hier an, ist das auch was Besonderes und mega und so, what the fuck und so, ne? Ja, aber irgendwann, also du merkst es nicht, aber gerade so Gamer zum Beispiel merken es ja, dass die irgendwann bei FIFA waren es so die Übercracks und jetzt sind die halt so 35, 40 und sind so Familienväter und die spielen halt gegen irgendwelche Kumpels von ihren Söhnen, weißt du, die irgendwie 16 sind und 15 und die merken halt da, die merken, dass sie frisch gemacht werden, weil die da merkst du halt, dass deine Reflexe nicht mehr so krass sind wie früher, weißt du, dass du nicht mehr so reagierst, wie wenn du irgendwie 20 bist. Also gerade so beim Spielen und so bekommt man das schon mit.
Reflexe und dann natürlich auch wirklich das, du musst ja wirklich da stundenlang jeden Tag zocken und so, damit das, ne, das ist schon richtig krass eigentlich auch. Da merkst du das Alter, wenn du beim, wenn du beim Endgegner 80 Anläufe brauchst und früher nur irgendwie 8 gebraucht hast, um den zu besiegen, jetzt ist es 10 war, da weißt du, okay, du bist alt geworden. Ja, zurück zu Turtles. Ja, so misst man das heute, ne? Ja, auf jeden Fall. Früher war das anders. Da hat man da draußen Fußball gespielt und ist nicht mehr so schnell. Jetzt stimmt, ja. Jetzt misst man das beim Zocken. So stimmt, ja. Schnell. Andere Generation, Alter. Auf jeden Fall. Oh, schon witzig. Ey, so, hier sind die Turtles wirklich so, sind halt Teenager, ne? Die sind so 14 Jahre alt, schätze ich ungefähr. Und es ist so ein bisschen Origin-Story, der Film. Mhm. Ne? Die sind halt schon da, sind halt mutiert, bla bla, sind halt Turtles, Menschen. Splinter ist da am Start. Und wir sehen die halt das erste Mal, wie sie in New York nur unterwegs sind nachts, um ein bisschen Essen zu besorgen und ein paar Sachen. Dürfen dabei nicht gesehen werden, wie immer, landen dann zu Hause, also in der Kanalisation, und da ist Splinter. Und der ist diesmal nicht so der Mega-Sensei, Kampfsportler, Chef und der Weise und so weiter, sondern so ein bisschen so hier der wirkliche besorgte Vater, der so ein paar Ängste zu viel hat, so ein bisschen helikoptermäßig. Mhm. Weil er nämlich sagt, die Menschen dürfen ihn nicht sehen, er hat schlechte Erfahrungen gemacht und so, als es mal versucht hat. Und die sind wirklich grausam. Ja, deswegen dürft ihr nie raus. Aber die Turtles selber sind halt Teenager, sind halt so wissbegierig und so weiter und sehen halt, wenn sie auf den Dächern da rumtouren versteckt, gibt es ein Beispiel, das muss ich ja mal nennen, das ist auch ganz am Anfang, da sehen die so Open-Air-Kino, so geil, so an der irgendeiner schönen Brücke da in New York. Und die gucken da, es ist ja dieser animierte Stil, aber gucken, dann sieht man, wie die Ferris Bueller Day Off gucken. Ah, ja, geil. Ferris macht blau. Mhm. Und die denken dann natürlich, oh, so ist es, Teenager zu sein. Und man kriegt dann seine eigene Parade und so, ne? Weißt du, jetzt ja New York, ja, wer da durchläuft und singt und so, ne? Und träumt nur davon, einfach in Anführungsstrichen normal zu sein. Mhm. Auch aufs College zu gehen und so weiter. Das ist so ein bisschen anders als sonst von den Turtles, ne? Also man macht schon hier, weiß man sofort, die Richtung geht so ein bisschen, hat was anderes. Wir sehen halt, die haben noch nicht wirklich gekämpft, die Turtles, ne? Die können zwar Kung Fu und so weiter, aber die haben, oder den Jitsu halt im Fall, da sind ja Ninja, obwohl das hier auch ein bisschen anders ist, aber ich will auch nicht zu viel erzählen. Aber die waren noch nie unterwegs, die haben keinen Gegner oder so, haben noch nie ihre Kampftechniken erprobt oder dergleichen. So. Außerdem unterwegs sind andere Mutanten, Superfly, das ist nämlich eine Fliege. So eine mutierte Riesenfliege, so richtig, so auch so ein bisschen kräftig und so weiter. Wie gesprochen von Ice Cube. Okay. Macht auch so auf Gangster-Style und so, ne? Ich habe aber alles auf Deutsch geguckt, also im Kino auf Deutsch natürlich. Kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel tausendmal besser kommt, wenn der Ice Cube da labert und so, als diese nicht so tolle Synchronstimme, die da am Start. Ja, so ungefähr. Also war irgendwie so eine billige Stimme, die so, ne, weil sonst funktioniert das gut, aber da hat das nicht so gut funktioniert. Splinter wird übrigens gesprochen von Jackie Chan. Ah, okay. Da passt es schon. Da ist es in Deutschland wenigstens auch wirklich die deutsche Synchronstimme, die Jackie Chan synchronisiert. Ne, das ist schon wieder gut. Der ist professionell, der hat's drauf und so. Ne, da geht das klar. Und diese Superfly. Warte mal ganz kurz dazu. Will halt eine Maschine bauen. Das wollte ich dir schon mal sagen, ja? Bevor ich jetzt wieder vergesse, diesen Gedanken. Weißt du, wen du unbedingt mal ins Synchronstudio schicken musst? Wen denn? Ralf. Ach so, Ralf. Ja. Ralf muss in so einem Animationsfilm irgendwie diese böse große Fliege oder so sprechen oder so. Der wäre super bei sowas. Der hätte, glaube ich, die Stimme, der hätte, glaube ich, die Stimme dazu, irgend so ein Cartoon-Monster zu sprechen oder so. Weißt du, irgend so ein Bösewicht oder so. Das wäre, okay, ist, glaube ich, eine gute Karriere für ihn. Mit ihm kommt jetzt übrigens raus, Pi von Darren Aronofsky. Sehr gut. Auch im Video, Leute, Premiere. Oh, okay, krass. Hier im Studio. Wird dabei gefilmt und so. Sehr geil. Wir besprochen. Ja, den muss ich auch noch gucken. Der Film kommt jetzt von Aronofskys Filmografie. Dann, genau, ich habe dann auch alle gesehen und, aus der Fountain noch. Und er möchte halt jetzt auch alle sehen. Und deswegen gehen wir jetzt chronologisch durch, nachdem er The Whale gesehen Fountain hat. Fountain hast du nicht gesehen, da bin ich ja mal gespannt. Und so. Auf die Inhaltsangabe. Ich auch. Ich bin auch gespannt. Okay. Ja, ich habe das gehört bei euch. Nee, da war ich ja dabei. Ach, da war ich dabei. Da warst du doch dabei. Ja, da war ich dabei, okay, genau. Cool. Wo ich noch weiß hier, dass Dominik hier ein großer Fan ist von dem Film. Einer seiner Lieblingsfilme. Der hat in allen Versionen, die es gibt. Ja, die fand ich dir auch gut. Aus allen Ländern. Ist ja wieder einer der Filme, wo er mit was anfangen kann, will ich nicht. Ja. Ah ja, stimmt, du hast ihn gesehen, fand ich nicht gut. Aber jetzt, wo war ich, Alter? So, Ralf waren wir jetzt, ne? Da, dann waren wir, genau, Geschichte. Und dieser Superfly hat auch was gegen die Menschen. Denn es ist nicht Baxter, den man kennt, ne, sondern das ist eigentlich wird so der Wissenschaftler in der Serie, wird zu einer Fliege, mutiert zu einer Fliege, so Jeff Goldblum-mäßig, weißt du, The Fly. Hier ist es aber so,
dass der Wissenschaftler eine Fliege gemacht hat und andere Viecher gemacht hat. Er selbst wird erledigt, weil ihn eine große Organisation was haben will, ne? Und deswegen ist jetzt Superfly noch sauer und die Menschen sind alle kacke und will die Menschen halt fertig machen, beziehungsweise alle mutieren. Mhm. Und da treffen sich halt die Turtles und diese Mutanten, treffen immer aufeinander und da geht's halt darum, irgendwie wollen alle das Gleiche, so, ne? Haben wir es Menschen natürlich schlecht behandelt und so, aber wie geht man jetzt damit um? Und das ist halt so die Konfrontation, ne? So. Das wird alles begleitet von so einem geilen, so 90s Hip-Hop, Soul, R&B-Mucke, Soundtrack, ne? Ich meine, dann fighten die das erste Mal und sehen so, können wir jetzt wirklich kämpfen? Ist auch witzig. So ein bisschen wie bei Matrix, so. Er lernt so ganz schnell so den Kampfsport über dieses Ding und dann so, ich kann Kung Fu. Und dann wendet das ja an und findet sich selber geil, weil er, oh, ich kann auf einmal wirklich kämpfen und so, ne? So ein Ding ist das hier auch. Die können halt fighten und aber dann müssen wir nicht angewandt und deswegen wissen sie nicht, was funktioniert. Und das wird dann begleitet, sondern so ein schöner Zusammenschnitt. Zum Beispiel von Blackstreet, No Diggity. Okay. Und dann denkst du ja so, okay, das ist wieder so, ich bin so ein R&B-Soul-Typ und so, das hast du tausendmal gehört und es ist schon wieder billig, aber mich triggert sowas voll. Ich finde das dann voll geil, wenn ich das dann höre, so tausendmal. Irgendwo Musik, ne? Dann kommen auch voll viele andere Songs. Weil der Soundtrack selbst, also der Score, ist von Etiquette Ross. Okay. Und Trent Reznor. Die haben ganz viel gemacht für Fincher zum Beispiel und haben ja auch einen Oscar gekriegt für Social Network. Naja, auch für Pixar haben sie jetzt eine Menge gemacht. Auch für Watchmen-Serie und so. Soul und so war ja auch von denen, oder? Ja. Hm. Und die haben so den Score gemacht und dann gab's halt Songs wie von, warte, ich habe jetzt mal geguckt, weil sonst kannst ja, ich als könnte ich mir alle merken, so End Up hier von M.O.P. Anti Up heißt das, Junge. Wayne Newton, Le Soul ist, was? Anti Up. End Up. Anti. Anti Up. Ach cool, okay, sehr gut. Dankeschön. Kann man sich nicht anhören. Ach, dankeschön, voll witzig. Dann ist das nämlich Dankeschön von Wayne Newton. Ach, okay. Denn De La Soul ist dabei, Paul Engman, Vanilla Ice natürlich. Kann man sich schon denken, wer den zweiten Teil gesehen hat von Turtles, dass das auch kurz da gemacht wird. Weil es ändert schon alles so sehr auf den Turtles-Film und diese Zeichentrickserie. Also das war das Beste jetzt von den Turtles, was so gezeigt wurde. Ja. Da ist schon viel so der Stil dabei und viel Hommage. Ne? Ich meine, hier werden auch die beiden Macher, werden auch Peter Laird und du hörst der Kevin Eastman. Mhm. Werden die auch so genannt, da ist einmal eine Eastman High School, okay, ne, nach ihm, und dann gibt's da ein Schild, ein Laden heißt The Laird und so, ne. Ah. Also da werden schon so ein bisschen so ein paar Sachen sind da mal drin und so, ne. Splinters Look ist so nach Jeff Bridges und Danny DeVito. Bei Della Ice hat ja den Titelsong gesungen von dem zweiten Teil oder von dem ersten Teil damals, oder? In den 90ern. Ja, das ist dieses, ich glaube, der zweite Teil. Go Ninja Go. Ja, ich weiß, dass er auf jeden Fall mal einen Titelsong gesungen hat. Ninja. Ja, das war da. Und da sind die auch aufgetreten, ne? Die waren ja mitten in der Disco im zweiten Teil. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Man sieht die, wie sie da sehen. Ich habe den Song habe ich ja mitbekommen. Okay. Du hast nie den Turtles gesehen? Auch nicht die Filme? Nee, Mann, gar kein von denen. Ich habe nur den mit Megan Fox gesehen, das war der erste. Okay, ich werde jetzt hier, wie heißt das nochmal? Brauchst du nicht, weil ich habe Classic Dave schon reingeschmissen. Weißt du, was da draufgeschrieben hat auf das Los? Classic Dave hat draufgeschrieben, dass wir uns aussuchen können, welchen von den alten drei Teilen wir uns angucken. Also der hat uns die Wahl gelassen. Ja, natürlich guckt ihr den ersten so, ja, oder so. Ja, logisch würde ich den ersten gucken. Aber trotzdem hat er, das weiß ja, ich noch, ja, dass er aufs Los geschrieben hat, Turtles 1, 2 oder 3 ist ihm egal. Okay, witzig, Alter. Weil das ist nämlich der Beste, natürlich der erste. Aber der zweite ist natürlich witzig wegen diesem Vanilla-Ice-Ding. Mhm. Naja, aber beim ersten gab es auch einen Song. Den habe ich auch im Repertoire. T-U-R-T-L-E Power. T-U-R-T-L-E Power. So hieß der. Auch von so einer ganz komischen, billigen Hip-Hop-Band damals, so 89, 90, so mit diesen komischen, fast schon wie Snap klingt das so, weißt du, also so. Ja, aber voll schön. Und das war der Titelsong. Und dann siehst du im Video, siehst du auch immer so Ausschnitt aus dem Terrorist-Film. Partners in Crime. Okay. Partners in Crime hießen die, glaube ich. Und Crime so mit K-R-Y-M-E, so werden die geschrieben, halt so Hip-Hop. Yeah. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Ja, ansonsten haben wir ja April, die Figur. Die ist auch anders als sonst. Die ist ja auch in der Highschool. Es ist nicht die Megan Fox, Newsreporterin, sexy, 2 Meter groß, schlank und so, sondern einfach ein Teenager. So ein kleiner Junge, der so ein bisschen gemobbt wird sogar. Und, ja. Sonst ist so inhaltlich, kann ich da gar nicht viel zu sagen, ne? Es sind halt so mega Sprecher wieder dabei, ne, beim Original. Weil hier ist es halt so, die Turtles, die haben zwar so ihre Charaktereigenschaften wie immer, ne? Ach, du kennst es ja gar nicht, ne? Nein, ich hab schon. Leonardo mit dem Blauen ist so da. Doch, ich, Charaktere, weiß ich nicht. Jetzt, aber ich,
könnte die aufzählen und ich weiß, womit die bewaffnet sind. Also soweit geht mein Wissen dann schon, dass ich weiß, okay, der eine hat nur Chaku, der andere... Soll ich dich jetzt abfragen? Nee, ja, weil okay, das war's schon, was ich dir jetzt gesagt habe. Mehr ist nicht. Okay. Okay. Ich glaube, die vier Charaktere, aber weil die auch so jung hier noch sind und noch so unentwickelt, sind die jetzt, nehme ich jetzt mal so, dass es deswegen ist, sind die halt noch nicht so extrem mit ihren Charaktereigenschaften. Michelangelo, so der witzige Komiker, der sagt zwar, ja, da gibt's Stand-Up-Bühnen, da will ich mitmachen und so, ne, in der normalen Welt. Leonardo, der Chef und so, ist nämlich ganz der Anführer, ne, wird ja auch so ein bisschen schon das angedeutet. Raphael ist halt so der Wütende, der immer so, weiß ich nicht, hat immer so, trägt immer Wut in sich. Donatello mit dem Kampfstockboje ist immer, ist so der intelligente, schlaue, wissenschaftlermäßig und und, das habe ich doch alles von den Schlümpfen abgeguckt. Noch, die Schlümpfe gab es doch viel länger, ey. Was haben die da abgeguckt? Ach so, weil die auch alle so ganz klar hier so einzeln. Da gibt es diesen Schlumpf, der auch mal voll schnell wütend wird, weißt du, wo dann die Rauchwolke kommt und so. Ja, ja. Da gibt es einen, der halt so eher ernst ist, weißt du, so voll erwachsen und so. Das ist genau die gleiche Scheiße, Alter. So witzig. Du kannst doch nicht vergleichen. Doch, die Schlümpfe sind die Turtles meiner die Generation. Sind blau, ja? Das sind die Turtles meiner Generation. Ich habe Schlümpfe auch geguckt, Alter. Okay. Gargamel war on vogue. Kennst du diese Nazi-Theorie mit den Schlümpfen? Nee, kenn ich kennst nicht. Du nicht? Weil es doch heißt... Nein, kenn ich nicht. Ja, weil wenn du das so analysierst, guck mal. Erstens mal, die Schlümpfe haben alle weiße Kapuzen auf dem Kopf. Ist schon mal verdächtig, weißt du? Die einzige Frau im Dorf, Schlumpfine, ist halt sehr arisch. Weißt du, blonde Haare, blaue Augen und so. Also typisch nordisch. Die Bösen ist Gargamel und Azrael, seine Katze. Beides jüdische Namen. Ach, sind aus dem Osten, ne? Hä? Nee, aber es sind jüdische Namen. Weißt du, ja, Gargamel, Azrael, Azrael und so hinterher. Ja. Also ist schon auch sehr verdächtig. Ja. Und Papa Schlumpf, der das Oberhaupt praktisch in dem Schlumpfdorf, trägt ja rote Klamotten und eine rote Kapuze. Und wie war es beim Ku Klux Klan? Der Chef von denen hatte eine rote Kapuze. Und so. Insofern ist es vielleicht schon irgendwie ganz witzig, als sie das mal so analysiert haben. Ach, so leicht kann man das basteln, sowas Böses. Ja, irgendwie schon, aber es sind schon echt viele Sachen, so, wo man sagt, so, okay, das ist schon eine Menge, wo man so ein bisschen Nazi-Gedenken auf ein Schlumpfdorf packen kann. Ja, so viel nur nebenbei. Na, dann braucht man ja gar nicht mehr die Schlümpfe rezensieren, jetzt die komplette Serie. Toll, das wollte ich als nächstes bringen. Ach, ganz trotzdem. Die Teenager werden wirklich von Kindern gesprochen, die Turtles. Und da war auch die Besonderheit, dass die sie wirklich, was ja sonst bei Synchron nicht so der Fall ist, in einen Raum geworfen haben, sodass sie wirklich zusammen synchronisiert haben, die Turtles. Also die vier Kinder. Also die kennt man jetzt alle nicht wirklich, also ich kenne nicht immer auch nicht, was gemacht und so, deswegen nenne ich die jetzt alle auch gar nicht. Brauchst du nicht. Ne, brauche ich nicht, ne? Sonst sind eben so Fame sind Maya Rudolph, Giancarlo Esposito, Paul Rudd, Rose Byrne, Ice Cube, wie schon genannt und so, ne? Sind so ein paar bekannte halt da und Post Malone. Okay. So, der Musikersänger, der hier witzigerweise in Deutschland von diesem Knossi gesprochen wird. Von diesem YouTuber-Kack-Dings-Heini da. Knossi ist also. Dann ist auch wieder Post Malone und Knossi dann, Alter, da steht auch im Intel. Knossi ist das Pendant. Post Malone. Ja, da habe ich im Interview gelesen, so Knossi. Ja, ich wurde auf einmal von Paramount angerufen und ich sollte dann sprechen und so. Ich weiß nicht, weil meine Stimme vielleicht ähnlich ist wie Post Malone. Und so, bestimmt nicht, sondern einfach nur marketingtechnisch, Alter. Weißt du, wie der groß geworden ist? Also wie der bekannt geworden ist ursprünglich? Nee, überhaupt nicht. Ich musste erst mal googeln, wer das ist. Ich habe vom Sinn, ich kenne ihn überhaupt nicht. Also ich kenne ihn seit Ewigkeit, weil der nämlich bekannt geworden ist, indem er so Poker-Streams gemacht hat. Und hat so Online-Poker gespielt, weißt du, und hat dann immer seine Hände kommentiert. Aber du weißt ja, wie der ist, voll aufgedreht und voll gelabert und so. Aber die ganze Pokerszene oder jeder, der einigermaßen Poker spielt, weiß, wer Knossi ist. Und dann fing das irgendwann an, größer zu werden. Okay. Und dann hat er neben Poker-Videos, hat er halt noch tausend andere Sachen gemacht. Dann war er bei Stefan Raab und weiß ich was. Und irgendwann war er echt, hatte ihn ganz Deutschland, wo ich dachte, Alter, das ist der Poker-Knossi. Auf einmal ist er voll der Promi jetzt geworden. Jetzt, wo du sagst, jetzt synchronisiert der Turtles, Alter, was zur Hölle. Ja, aber den mögen nicht viele. Richtig nervig, ja. Den mögen nicht viele. Nee. Ja, das ist wieder so ein geiles Ding, ne? Viele hassen den, das ist ja auch schon wieder gut für Leute und so, ne? John Cena ist auch dabei. Natürlich. Ne? Der macht auch jetzt überall mit immer gefühlt. Der spricht nämlich mit Seth Rogen hier, Rocksteady und Bebop. Das sind hier diese, das Nashorn und das Wildschwein. Weißt du, das sind so wichtige Figuren auch, die immer da sind. Denn der wichtige Bösewicht ist hier nicht dabei, Shredder.
Oh, siehst du, von Schredder habe ich auch schon gehört. Der ist nicht da, ja. Diesmal. Okay. Ja. Ja, alter Schwede, Alter. Das war schon witzig in der Schule, weil wenn meine Sportlehrerin, die ist Schröder, und die haben dann immer Schredder genannt und so, ne? Weil ich das, egal, komm. Die bösen Bobber. Das war dran. Und dieser Film ist halt wirklich, also der ist schon wirklich für Kinder gemacht, eher. Muss man sagen, der geht auch nur knapp über 90 Minuten, ne, was schon knackig ist. Und so ein bisschen Origin und so, ist ein bisschen locker flockig und es geht so um Teenager sein. Und am Ende, ich erzähle jetzt nicht das Ende, aber es ist so ein bisschen so dieses Ghostbuster-Prinzip am Ende, so mit vielen Menschen, alle halten zusammen, so schon dieses süße einfach, was man schon tausendmal hatte, aber das hat mich hier auch wieder vollgekriegt. Das hat wirklich gut funktioniert und auch wenn es hat auch so ein, es gibt einen Kaiju-Kampf am Ende auch mit großen Viechern so ungefähr, also es ist irgendwie ist da alles drin und es ist halt so, Splinter ist halt nicht dieser Megameister und hat auch nicht so cool Kung-Fu gelernt beziehungsweise Ninjutsu wie in den Original-Stories, sondern auf eine andere Art. Die Turtles sind nicht so ganz richtig dabei. April ist nicht ganz so wie sonst, aber das mit Splinter nehme ich halt so ein bisschen übel erst. Ne? Dass es nicht so ist, da ist man so ein bisschen traurig, wenn man das so kennt. Dass Shredder nicht dabei ist, mit der Fliege ein bisschen anders ist. Aber dann entwickelt sich das so schön, auch so einfach eigentlich. So auch mit Splinter, ne? Mit diesem Helikopter-Ding. Denn Splinter lernt auch was in dem Film. So wie er mit den Turtles umzugehen hat, ne? Wie er die erzieht. Wie das alles ist. Also ich habe das voll gemocht und so, mit der Musik war cool, hat einfach Spaß gemacht, da kommen auch Witze, dann gibt's viele Anspielungen auf sehr postmoderne, also sehr moderne popkulturelle Sachen, die so ganz kleine Kinder gar nicht verstehen können, mein Sohn auch nicht. Mhm. Ne, ist jetzt aber auch nicht schlimm, ne? Wie gesagt, da ist ja immer was dabei, manches kennt man, manches nicht. Habe ich alles gemocht, ich mag's einfach, wenn die Turtles dann durch dieses coole New York, was da auch geil inszeniert ist, über die Dächer springen und im Hintergrund dieser Vollmond ist, was auch schon im Intro damals von der 90er-Serie war, hat einfach voll auch mein Herz berührt und hatte ich ja geschrieben in Letterboxd da, dass mich jetzt bis jetzt die zwei besten filmanimierte Filme waren, ne? Das war Spider-Man 2 jetzt hier, dieses Spider-Man New Universe und Turtles. So, das waren das coolste Kinoerlebnis mit so bis jetzt. Ja. Krass, krass. Hat mir gefallen eigentlich. Und ich habe auch bis jetzt viel Gutes gehört, denn die Zahlen sind eigentlich ganz gut aus. Mhm. Denn IMDb hat eine 7,5. Metascore von 74. Letterboxd 3,8. Okay. Das ist ordentlich. Und nicht so brutal für den Nachwuchs. Ist eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Ist nicht brutal. Und gerade bei dieser Dings Spider-Man ist er immer noch ein bisschen schneller, unübersichtlicher sogar. Auch wenn hier die. Das passt. Weil so viele Kämpfe gibt's hier nicht. Hier gibt's nur wenig Kämpfe und so. Und es ist alles zu verstehen. Es sind so ein paar, also von dieser Mutantenfamilie um die Fliege herum sind sehr viele Mutanten auf einmal. Und wirklich alle Figuren, so, die man so von früher kannte, reinzubringen. Und dann wird keine richtig erklärt. Gut, hätten sie weniger gemacht, hätten sie die mehr erklären müssen. So nehmen sie jetzt viele und können die nicht richtig charakterisieren, sind trotzdem auf ihre Art irgendwie witzig und so, ne? Aber schon manchmal sehen die ein bisschen komisch aus und so, ne? Aber nee, das passt alles. Denn der Turtles-Film hat jetzt meinem Sohn zum Beispiel besser gefallen als Spider-Man 2. Okay. Aber der geht ja auch über 2 Stunden, ne? Und endet nicht. Da gibt's ja einen zweiten Teil, ne? Das ist ja Part 1 und Part 2, ne? Also findet man auch nicht geil, oder? See. Ja, und das Lustige ist, also ich kann's ein bisschen nachvollziehen, was du meintest, so dass, wo die rausgekommen sind, die Turtles, Ende der 80er, dass so die Muttis oder diese besonders strengen, konservativen Hausfrauen, weißt du, so mit 3 Kindern, dass die hören, jetzt kommen hier irgendwelche Schildkröten, die mit Nunchakus und irgendwelchen Schwertern und so bewaffnet sind, weißt du, und werden irgendwie von einer Ratte in der Kanalisation trainiert, so, das ist für die natürlich so, nein, sowas darfst du nicht gucken, so, also das ist so, aber ich habe trotzdem voll gelacht, weil ich habe Podcast gehört hier am Strand, ey, und da haben die sich voll, also nicht, die fanden ihn super, die haben über den zweiten Teil von der gestiefelte Kater geredet, über das Sequel. Und die meinten, das ist auch so geil animiert, ja, stimmt, und die meinten, ja, der ist voll cool und bla, der ist so comic-mäßig animiert und so, und dann haben die über eine Szene geredet, ich habe ihn ja nicht gesehen, wo irgendein Fisch oder sowas irgendjemand irgendwie so aufrisst oder so aussaugt und dann bleibt von demjenigen so kurz das Skelett stehen. Und zerfällt dann so. Mhm. Wo sie meinten so, Alter. Das ist aber so witzig. Und ja. Ey, und das ist ab 6 freigegeben, meinten die dann so. Also so voll geschockt so, weißt du, warum, also trotz dieser Szene, dass dieser Film ab 6 freigegeben ist. Und ich nur so in meinem Kopf, Alter. Roadrunner und der Coyote, Bugs Bunny, Tom und Jerry, die in jeder zweiten Episode irgendwie elektrisiert war und du das Skelett von Tom und Tom gesehen hast, verbrennt, fliegen in die Luft. Skelett der Coyote so, wird, keine Ahnung, in die Luft gesprengt mit so einer, weißt du, mit so einer Zündung und so. Wo ich denke so, Alter, wirklich? Und ich glaube, das wird jemand traumatisieren. Ja. Das ist übervorsichtig. Nee, das Problem sind, genau, die sind immer so diese direkten Szenen, oh, man sieht Blut, oh, man sieht Haut, man sieht ein Skelett und so, das ist gruselig oder komisch. Viel schlimmer ist immer so die Atmosphäre.
da kann dann eine Stimmung und so, die ist schlimm oder so, ne? Ja, ja klar, und was das so traumatisiert sein, was oder komische Sachen. Genau. Und in dem Film, meine ich, die wilde Karte ist viel schlimmer, wenn überhaupt, der Wolf. Denn der ist gruselig und so, der wirkt so ein bisschen horrormäßig und so mystisch. Und weil dieses Mystische hat und man nicht genau weiß, was er will, wer er ist und immer nur auftaucht und böse ist, das ist viel gruseliger und so zum Beispiel. Da könnte ich schon eher verstehen, dass man sagt, ist nicht ab 6 und so. Ich war da auch mit meinem Sohn drin. Gut, der, wie gesagt, der guckt ja viel heftiger Sachen, der ist ja ganz lockerflockig zum Glück. Aber hier bei Turtles... Ja, wenn du die jetzt so komplett fernhältst, dann gucken die irgendwie wie eine Maya und erschrecken sich irgendwie mit 12 Jahren, weißt du, wenn du die jetzt komplett von allem weghältst, weißt du, du musst ja irgendwie müssen dich ja dran gewöhnen, dass im Film auch mal irgendwie jemand erschossen wird oder so. Also irgendwann muss ja mal was Dramatisches passieren, dass die wissen, okay, hier gibt's doch böse im Film, so. Also, das hat ja mein Neffe, hat ja Bücher schon gelernt, so bei den Disney-Büchern. Er meinte, okay, der ist böse, oder? Er meinte so, ja, der ist böse, genau, das ist der Sheriff von Nottingham, so, der ist halt böse, so, weißt du, der ist, unser Held ist Robin Hood. Und wenn du so sagst, ja, nee, das darf man den Kindern nicht zeigen, und dann gucken die ein Schweinchen namens Babe und können nicht mehr schlafen 2 Wochen, Alter. Mit 16. Ja, sowas zum Beispiel, ja. Ja, aber die ganzen Dinge sind ja düster und so, ne? Voll gruselig, die ganzen alten Disney-Filme. Die sind ja viel heftiger, da gab es so richtige Bösewichte. Ja, total. Und weißt du, da gab es so richtige... Wie meinte, dieses Vorabendprogramm und Bugs Bunny und so hin und her, das lief um 18, 17 Uhr, Alter, tagsüber. Also, wo, jetzt soll sich mal nicht so haben. Gremlins läuft mittags, Alter. Okay. Naja, aber ist doch recht. Bugs Bunny ist ein gutes, George war das ein gutes Beispiel, Alter. Ja, ständig wird da jemand so mit dem Hammer irgendwie getroffen oder keine Ahnung, oder irgendwie eine Mausefalle oder weiß ich was, Alter. Amboss. Ja, Amboss, genau, vom Himmel, Alter. Don't do this at home. Nachher sagen die, gell? Ja. Don't do this, weißt du. Ja, aber zurück zu den Turtles. Alter, wie bist du, Turtles, genau. IMDb 7,5, Metascore 74. Hast du schon gesagt. Also gut. Mhm. Ich wusste nicht mehr, wo ich war jetzt. Letterboxd 3,8. Hast du auch schon gesagt. Ja. Wir waren jetzt wahrscheinlich bei meinem Teil, dass ich raten muss, oder? Genau. Wie gesagt, ich finde den alles toll. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten zu bemängeln und so. Hab die dann aber so akzeptiert. Fand den aber ansonsten auch mit dem Wissen so und der niedrigen Erwartungen dann doch, ne? Mhm. Fand den echt cool. Was schätzt du jetzt? Ja, ich sag, du als Turtle-Fan reicht hoffentlich noch für eine 8. 8, richtig. Ja. Sehr gut. Oh, schön, ey. Hat da hier so eine Pause eingelegt, ey. Hast du mich nochmal schwitzen lassen mit der Denkpause? Ich glaube, so lange ist die Pause gar nicht. Ich glaube, ich komme ein bisschen später bei dir angefühlt, deswegen, mit dem Ton. Ja, deswegen tut uns auch leid, dass wir uns hier so ein bisschen ins Wort fallen und dass wir uns so ein bisschen teilweise hier die Sätze abhacken, weil wir sind hunderte von Kilometern entfernt. Also es ist leicht versetzt. Und deswegen ist das nicht so leicht mit der Koordination. Also sorry da draußen fürs Hören, dass wir ab und zu mal so dazwischen quatschen. Ja. Genau. Cool. So viel dazu. Dann bist du dran, oder was? Dann bin ich dran. Und so viel zu Kindern und Co. Ja, ich glaube, du kennst das so ein bisschen, dass es so bestimmte Filme gibt, vor denen man ein bisschen Angst hat, die zu rezensieren. Irgendwas komisches, oh Mann, jetzt kommt was komisches. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du das findest. Aber du hast auch mal gesagt, dass du so eine Kinoserie hattest, wo du Filme geguckt hast, die alle gut finden. Und dann saß du bei mal gucken und hast fast geweint und gesagt, wieso mag ich diese Filme nicht? Ich habe jetzt 8 Filme hintereinander gesehen, die alle Leute feiern und ich feiere nicht. Ich finde diese Filme alles geht so. Weißt du, so diese Serie, wo du gesagt hast, warum finde ich denn keine Filme mehr cool und so? Und dann kommen irgendwelche Blockbuster, die alle irgendwie cool fanden, wo du gesagt hast, den fand ich scheiße von Marvel und dann kam der und den, den fand ich auch nicht gut und dann, doch, das war so, war so vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, da hattest du mehrere so eine Filme. Kannst du. Weißt du, ich vergesse auch meine eigenen Sachen, nicht nur. Ja, ja, ich weiß es noch. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt doch so Filme, die alle mögen, wo du dann denkst, ey, scheiße, was verstehst du hier nicht? Und was fehlt dir hier? Und einen von diesen Filmen habe ich als Lostopf für diesen Monat gezogen. Weil wir haben ja diese Extra-Lose gezogen, aber trotzdem ziehen wir unser normales Einlos pro Kopf jeden Monat. Und das Los für den Monat September geht an Rico. Also schönen Grüße an Rico. Das hat er reingeschmissen im Dezember 2020, Alter. Also fast 3 Jahre her. Manchmal dauert es eben ein bisschen, aber Rico war auch einer unserer ersten Supporter damals, weil wir
haben, glaube ich, im Juni 2020 haben wir sowieso erst angefangen mit Patreon und Steady. Insofern ist das schon einer, der ganz früh dabei war. Und jetzt haben wir endlich mal sein Los rausgefischt. Und deswegen gibt's für ihn Big Trouble in Little China. Aus dem Jahr. Ja. Das ich nicht notiert habe. Auf jeden Fall irgendwo in den 80ern. 84. Ach, hier haben wir's. Ja. Warum habe ich das nicht notiert? 86. Ah, 85. Ein Jahr daneben. Knapp daneben. Warte mal, der Dings. John Carpenter. Den habt ihr noch nie gebracht? Den haben wir noch nie gebracht, nein. Aber dazu komme ich später mehr, wie hätten die bringen können. Aber da sage ich mal am Ende so ein paar Sachen zu. John Carpenter brauche ich nicht mehr vorstellen. Interessant, wer hier mitgeschrieben hat. Also es sind drei Drehbuchautoren gelistet, die nicht gleichzeitig geschrieben haben, sondern teilweise haben die sich auch gegenseitig abgelöst, weil es da ein bisschen Autorenstress war mit den Studios und die gesagt haben, nee, wir brauchen jetzt einen neuen Writer, der hier so ein bisschen an der Story rumfällt, weil das ist uns zu viel davon und das ist zu viel davon und wir wollen mehr Fantasy haben und so weiter und so fort. Insgesamt waren drei Leute hier am Drehbuch beteiligt. Einmal Gary Goldman, das ist der Drehbuchautor von Total Recall, von dem Schwarzenegger-Film. Dann haben wir David C. Weinstein. Der hat wirklich nur diesen einen Credit von Big Trouble in Little China. Der hat kein anderes Drehbuch oder so geschrieben. Und dann haben wir W. D. Richter. Jetzt sag mal, Lee fehlt, aber wir haben trotzdem noch einen Richter in der Episode hier. Der Typ hat das Drehbuch geschrieben von drück mal den Knopf. Der hat das Drehbuch geschrieben von Invasion of the Body Snatchers 1978. Nicht den, mach den anderen. Mach den Baseball-Knopf. Den von dem Baseball-Spiel. Ja, mal den will ich hören, wenn ich so einen geilen Witz gemacht habe. Okay. Home Run. Invasion of the Body Snatchers von 1978 hat er das Drehbuch geschrieben. Okay. Das ich letzte, kann sagen, welcher von den Filmen? Okay. Der letzte Credit von ihm übrigens von 2005. Also der scheint auch komplett raus zu sein, weil er lebt noch. Er hat 2005, der letzte Film, wo er das Drehbuch geschrieben hat, war Stealth. Kennst du noch Stealth? Diesen oh nein, der mit Jamie Foxx. Ja, Jamie Foxx, Jessica Biel, genau. Jessica Biel und genau so. Genau, dieser Top Gun-Verschnitt. Ja. Josh Lucas war noch, glaube ich, dabei und so. Ja, genau der. Ja, genau, Josh Lucas. Ja, das war der letzte Credit von ihm. Naja. So. Fange ich jetzt mit der Story an oder frage ich dich als allererstes, wie du dazu stehst? Wie findest du Big Trouble in Little China? Ich finde den mega. Findest du ihn mega? Ich mag den voll gerne. Ja, wirklich. Also ich habe das so... dieses Fantasy, dieses Mystische, dieses Asiatische drin, dann Kampfsport, dann Kurt Russell so cool, dann die Atmosphäre, die Straßen, das geht so. Ich finde alles geil, Alter. Ich finde alles sehr, sehr geil. Die Monster und so, das Monsterdesign und so, dann so ein bisschen Witz und so, dieser Schatz, es ist richtig cool, Alter. Ich glaube, es hätte auch... Soundeffekte und so, ja. Also es hätte hier auch nicht groß... Es wäre nicht groß aufgefallen, wenn man hier noch vier Schildkröten eingesetzt hätte in die Handlung, oder? Die dann noch mitmarschiert werden und noch ein bisschen mitgekämpft hätten, oder? Hast du recht. Oder ist das so eine Art von Film? Hast du recht. Da würde sich niemand dran stören. Okay. Also, Jack Burton, gespielt von Kurt Russell, ist so ein einfach gestrickter, hemdsärmeliger Trucker. Der holt sein Kumpel Wang gerade vom Flughafen ab. Lernen auch da so eine junge Dame kennen, die auch später mal nochmal in dem Film eine Rolle spielt. Und kurz danach zocken die beiden in Chinatown. Und wir sind in San Francisco. Dazu muss man sagen, dass Wang gerade auf seine Verlobte wartet. Die soll nämlich aus Peking anreisen. Und die wird aber entführt, als die am Flughafen landet. Und kurz danach, nachdem die da rauskommen aus dieser Spielhölle, bricht in Chinatown ein Gang War aus. Das ist auch super interessant gemacht, weil diese ganzen Gangs, die dann auftauchen nacheinander, sind alle mit verschiedenen Farben bekleidet, damit man nämlich auch in der Premier League, damit man nämlich auch sieht, wer gegen wen spielt und damit man die auch gut unterscheiden kann. Da sind die einen beige und die anderen sind rot und die anderen sind blau und so. Das ist schon auch ganz, ganz interessant gemacht. Ja, gut, ich denke. Ja. Und dieser Kampf wird unterbrochen von drei Raidens. Also alle, die Mortal Kombat, alle, die schon mal Mortal Kombat gezockt haben, die wissen, wovon ich rede. Aber so Reiz, die ihren Strohhut definitiv ein bisschen zu groß im Laden gekauft haben. Also der ist um einiges größer, aber die schießen... Zu tief auch. Ja, viel zu tief. Und die schießen aber auch diese komischen Blitze raus wie Reiten. Und Reiten hat sich, glaube ich, bei Mortal Kombat auch an den Film orientiert. Insofern ist das schon... Das ist schon so gewollt. Und die können übrigens auch 20 Meter hoch springen. Also hier kommt spätestens raus, wenn die Blitze schießen und 20 Meter hoch in die Luft springen, weiß man...
das ist wahrscheinlich jetzt nicht der realistischste Film, sondern du hast hier viele Fantasy-Elemente, die reinkommen. Jake und Wong wollen abhauen, überfahren, aber bei der Flucht so einen alten Mann, der auch so ein komisches Gewand trägt und so, und der steht plötzlich hinter dem Truck wieder auf. Also wir sehen, auch hier ist Magie im Spiel, denn dieser alte Mann heißt Lo Pan und der ist 2500 Jahre alt. Das ist übrigens James Hong, der ähnlich alt sein dürfte jetzt mittlerweile im richtigen Leben und mittlerweile, ja. Und mittlerweile 6800 Credits hat. Das ist nämlich der Alte im Rollstuhl bei Everything Everywhere All at Once zum Beispiel, da haben wir als letztes gesehen, ja. Also er dreht immer noch. Und der ist ein Geist. Ja. Und wie wir gesehen haben, dass er einfach so durch ihn durchgefahren ist, das ist sein Fluch, der auf ihm lastet, aus etlichen Jahren. Und er hat keinen Körper. Und diesen uralten Fluch will er brechen. Indem er nämlich ein Mädchen mit grünen Augen opfert. Und in diesem Ritual, wo er dieses grünäugige Mädchen opfert, kriegt er wohl seinen Körper zurück. Und die Verlobte von Wang, die am Flughafen entführt worden ist, die hat zufällig grüne Augen. Das ist nämlich sehr selten, dass asiatische Mädchen grüne Augen haben. Und deswegen hat man die da vom Flughafen weggeschnappt. Alternativ spielt vielleicht Grace hier noch eine Rolle. Das ist nämlich die Rolle von Kim Cattrall, die am Flughafen mal kurz über den Weg gelaufen ist, denn die hat auch grüne Augen. Das ist eine Anwältin. Und die hat auch grüne Augen, zwinker, zwinker. Also ihr wisst vielleicht, dass die vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Kim Cattrall, die weibliche Zuhörerschaft hier, dürfte natürlich, und Lee, Entschuldigung, euch dürfte sie bekannt sein als Samantha aus Sex in the City. Ich kenne sie eher aus Porky's und Police Academy. Das sind so die Filme, wo ich sie schon mal gesehen habe. Und jetzt müssen unsere Helden diese übermächtigen Gegner bezwingen und das Mädchen befreien. Und dann ist auf der Heldenseite, das ist auch so random, halt. Auf der Heldenseite hast du dann auf einmal irgendwie so einen Touristenbusfahrer, der dazukommt. Du hast eine Reporterin, die dazukommt. Du hast einen Kellner aus Wangs Restaurant, der sich da anschließt. Und die treten dann gegen die krassesten Martial-Arts-Kämpfer, die auch noch irgendwie schwarze Magie beherrschen. Und als ob das nicht reicht, kommen auch noch so ein paar Monster ins Spiel und so. Und Alter, das ist ein riesiger Hokuspokus. Und ich muss eine Sache dazu sagen. Dieser Film, also eigentlich bin ich genau die richtige Zielgruppe für den Film. Weil ich bin ein Kind der 80er. Ich liebe die 80s. Der war damals schon Kult in manchen Kreisen. Und ich kenne 1000 Leute, die diesen Film lieben. Du bist ja auch einer davon. Aber als ich den zum ersten Mal gesichtet habe, war ich schon nicht getoucht und dachte schon so, okay, was habe ich hier nicht begriffen? So, warum hat mich der nicht so gekriegt wie die anderen Leute? Und ich habe ihn ein, zwei Mal nochmal gerewatcht und es war jedes Mal dasselbe. Jedes Mal dachte ich so, okay, das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir der Zugang und irgendwie finde ich das alles sehr, sehr albern. Ja. Und 2018, vor 5 Jahren, habe ich ihn das letzte Mal gesehen und da konnte ich auch noch, das war jedes Mal die gleiche Frage. Kam am Ende des Films raus, dass ich mir gedacht habe, das ist für mich so ein riesiger, alberner Quatsch mit Blitzen, mit fliegenden Kämpfern. Irgendwann kommen mal irgendwelche Yetis dazu, die dann irgendwie im Keller wohnen und dieses komische Ritual. Mhm. Und weiß ich was, Alter. Und das ist total seltsam. Und dann fallen mir so viele Sachen auf, auch während des Films, so wenn er dich sowieso nervt. Die lassen ja den Truck dann irgendwie in dieser Gasse stehen, als diese schwarze Magie da losging, als sie diesen Alten überfahren und sagen dann so, hey, my truck und so. Und Wong, sein Kumpel, sagt so, ja, lass mal der Truck jetzt, scheiß drauf und so, wir hauen jetzt ab. Ey, und dann erleben die dieses ganze, ist jetzt kein Spoiler, aber die überleben dieses ganze Abenteuer und so weiter, kämpfen da im Untergrund irgendwie gegen irgendwelche Monster, haben irgendwelche Rituale. Und dann kommen die irgendwo in so einer Lagerhalle raus und der Truck steht in dieser Lagerhalle. Wirklich? Der Truck, den die verlassen haben, steht dann in der Lagerhalle da, wo die rauskommen? Ey, Alter, also es war wirklich zu viel. Und jetzt kommt das Krasse, dieser Stümper Lee, Alter, der hat diesen Film gesehen. Das ist ja der größte Hammer. Der hat vor einem Jahr diesen Film gesehen, hätte den ganz normal rezensieren können, der wäre aus dem Lusthof raus gewesen, Rico hätte einen Ersatzlos gekriegt, Lee hätte über seine Erstsichtung berichten können, weil der hätte ihn noch nie vorher gesehen, alle wären fein aus dem Schneider, alle wären happy. Okay. Was macht der? Er redet einfach nicht darüber, keine Ahnung. Der erzählt, während ich das losziehe, sagt er, ja, ich habe den auch gesehen, ich fand ihn auch so lala und so. Hab ich gesagt, Alter, warum rezensierst du die denn nicht? Jetzt muss ich mir den nochmal angucken und muss nochmal irgendwie mitbekommen. Zum 10. Mal. Ja, muss nochmal mitbekommen, dass dieser Film irgendwie komplett an mir vorbeizieht. Und ich weiß nicht warum, weil ich bin ein riesen 80er Kind. Ich mag Carpenter, aber Alter, ich weiß nicht, warum ich mit dem Film hier nichts anfangen kann. Ja.
Vielleicht ist es zu viel für dich zusammengewürfelt, ne? Und zu viel Personen, zu viel Sachen, die dann White Noise mäßig hier zusammengebastelt worden sind. Ja. Aber das ist doch dieser eine Typ, Mann, der so ein bisschen Magie kann, der die so anführt, ne? Der mit dem halb zu ein Auge. Ja, ja, genau. Ja, so ein alter Asiate, der. Der Asiate. Richtig. Ja, der ist, ich kenne ja auch nur aus einem anderen Film, ne? Aus den drei Ninja Kids. Das ist auch so ein 90er-Ding, was ich als kleines Kind immer okay. geguckt habe und geil fand, was eigentlich auch voll schlecht ist, aber richtig Spaß macht. Der ist noch wichtig noch zu erwähnen. Ja, okay, du magst Kurt Russell in dem Film, oder? Weil er so dieser coole Typ ist, den so dumme Sachen passieren, immer ein paar Sprüche hat, auch nicht? Naja, ich mag Kurt Russell allgemein, aber jetzt habe ich jetzt zum Beispiel mal geguckt bei Letterboxd, wer diesen Film feiert. Und ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Alles Idioten, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Tomi Samitsu oder so? Der hat zum Beispiel hier geschrieben. Dosi Masimitsu. Wie heißt der? Dosi Masimitsu. Dosi Masimitsu, ja. Pass auf, Dosi Masimitsu hat geschrieben, ja. Kurt Russell ist hier so cool wie nie und das Creature-Design ist fantastisch. Und da frag ich mich, so cool wie nie. Alter, der Typ, der Snake Plissken gespielt hat, der Typ, der Wyatt Earp gespielt hat, der Typ, der Stuntman Mike ist und der von mir aus auch Cash gespielt hat neben Stallone. Hier soll, das soll seine coolste Rolle sein? Niemals. Ja, du meinst, er meint wahrscheinlich nicht cool im Sinne von, dass er so der Straighteste ist, wie so ein Snake Plissken oder so, wo er so mega so, ja, ich kann nix und so. Sondern hier ist er halt cool auch in dem Sinne, weil er halt noch so viel, also Facetten wäre jetzt übertrieben, ne? Aber weil er halt noch so lustig ist irgendwie, weil alles schief geht irgendwie. Er ist genau das Gegenteil sonst. Also, ich mag den auch sehr, sehr gerne. Vielleicht sogar echt am liebsten, wie Dosi Masimitsu. Ist es so, ja? Also Thomas Mitzo und du seid hier auf einer Wellenlänge. Ich glaube schon. Also ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, welcher jetzt mein Lieblings-Kurt Russell-Film ist, aber so auf die Schnelle vielleicht noch den da, wo die Konflikte ist und super stark ist und so. Nein, das sind diese Disney-Filme, die er gemacht hat. Die kenne ich nicht. Oder auch. Er war ja sogar als Weihnachtsmann, war er ja sogar cooler als ich. eine Sache muss man Carpenter lassen. Das hat er eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Weil, wie du es gerade gesagt hast, der ist ja schon recht tollpatschig hier, Alter. An einer Stelle wird er irgendwie bewusstlos geschlagen, während da irgendwie so ein Kampf losgeht und so hin und her und alle anderen fighten und er nicht. Weil der eine, der eigentlich ihn überall rausboxt und der so die Kampfskills hat, ist ja sein Kumpel Wong. Weil das ist ja der Fighter. Kurt Russell selber besiegt ja nur irgendwie Leute durch Zufall oder indem er sich irgendwie was schnappt und die dann irgendwie umhaut oder so. Das fand ich übrigens auch total panne, dass da kommen die übelsten Martial-Arts-Kämpfer mit irgendwelchen Stöckern und wedeln vor denen rum, weißt du, und machen so die übelsten Saltos und springen 3 Meter in die Luft. Und dann kommt irgendeiner von dieser Busfahrer, kommt dann mit so einem Karate-Kick oder keine Ahnung, ganz komisch geschnitten oder schlägt den irgendwie von rechts und die fallen dann bewusstlos um. Ich dann denke, ey, Alter, das ist wirklich, also dieser Film ist einfach albern an allen möglichen Stellen. Und wahrscheinlich sind mir sogar mehr Momente eingefallen, die ich albern finde, als ich bei der letzten Sichtung noch hatte. Also danke, Lee, dass ich mir den jetzt nochmal angucken musste. Ich finde das so cool, weil so ein Freund ist auch Kurt Russell, so ein Kumpel und so, der einfach da reingezogen wird und da mithilft und so. Die beiden sind auch so ein geiles Duo. Und dann das, also wie er dann ja gewinnt gegen Wong auch am Ende, ne? Das ist halt auch so geil. Das ist halt so ein bisschen so dieses Indiana Jones-Moment schon irgendwas. Was, Alter? Weil er, was kann er nochmal so gut mit dem Messer umgehen? Und was war das denn nochmal? Kurt Russell oder was? Ja, ne? Ja, der hat immer so ein Messer dabei. Ja. Genau, das war das Ding, ne? Was das war, ja. Da muss man auch mal wieder sehen. Also das Einzige, was ich cool finde, ich find den also jetzt vielleicht auch nochmal kleiner Spoiler, eine Minute vorspulen. Genau, das, was ich wirklich lässig fand, ist sein Abgang. Wo er dann sagt so, ja, ich mach da los und so weiter und sie steht dann so da so voll sexy und so. Und und er will an die vorbeilaufen und dann sagt diese Reporterin, diese Freundin von ihr, sagt so, willst du sie nicht wenigstens zum Abschied küssen? Und dann guckt sie doch so voll sexy. Guckt sie ihn so an und er so, nö. Und geht dann raus. dass sie am Ende nicht irgendwie rumgemacht haben oder dass sie irgendwie mitgefahren ist bei dem Truck, weißt du, dass sie so zusammen halt irgendwie dann das Paar geworden sind. Das fand ich wirklich einen coolen Kniff. Aber ey, John Carpenter hat in den 80ern The Thing gemacht, der hat sie Leben gemacht, der hat die Klapperschlange gemacht, 2 davon mit Kurt Russell. Also was los? Und dann kommt Big Trouble in Little China und ich habe vorhin Raiden erwähnt hier aus Mortal Kombat. Ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich der Film, mit dem ich den am ehesten vergleichen würde. Ich würde sagen, also Big Trouble in Little China für Fans von Mortal Kombat, die würden ihn lieben, aber alle anderen, Alter. Ja, weil alle Figuren sind auch so cool. Diese jetzt, was Raiden sagst und so, ne? Und dieser andere Typ, der auch so, das sind ja diese 3 Fighter, die da kommen. Das ist doch albern. Die sehen auch so charismatisch von ihrer Art so. Ja, du kannst sie sagen, aber so comichaft aus, genau wie das Creature-Design oft oder so, ne? So ein bisschen, so wie sie am Straße aussehen kann.
mal mehr, mal weniger. Aber ich stehe da, ich weiß nicht, ich finde das richtig geil. Auch in den Effekten mit diesem, mit dem bösen Wong und so, wie er dann so als alter Mann und mit den Lichtern, das Ding so, bla bla, so ein bisschen He-Man-Style, auch Master of the Universe eben. Mit Dolph Lundgren. Ey, ja, voll geil. Das ist ja wohl auch einer der besten Filme aller Zeiten, einer der besten Weihnachtsfilme. Alter Falter, ja gut, ja gut, wenn du die Filme feierst und du hast vorhin über Turtles geschwärmt und hast ihm 8 Punkte gegeben. Ich meine, dass du Big Trouble in Little China gut findest, ist ja auch klar. Ich kann mit beiden nichts anfangen. Ja, so schade, Alter. Tut mir leid. Aber ey, das, also wirklich, der bockt jetzt richtig. Ich habe den natürlich als kleines Kind gesehen. Du ja auch, aber du hast ja gesagt, ja, als du jünger warst. Aber ich habe ihn auch damals gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt 2005 den zum ersten Mal gesehen habe und dachte so, oh nee, der gefällt mir irgendwie nicht. Sondern ich habe ihn damals in der, kurz nachdem er rausgekommen ist, habe ich ihn geguckt und von meinen Kumpels fanden ihn auch voll viele cool. Und hier in meiner Bubble mögen den ja auch voll viele. Aber es gibt auch ein paar, die den auch abstrafen. Also passend dann tatsächlich auf meiner Seite, die auch sagen, okay, so ist ein komischer Film. Mhm. Und diese, ja, diese komischen Blitze, Alter, wie billig ist das? Ich meine, bei Ghostbusters ist es cool mit den Blitzen, da lässt man das noch irgendwie durchgehen. Aber hier, ey. Alter, Ghostbusters war ein Jahr davor, nee, 2 Jahre davor. Ey, aber das Ding ist, Hacker mag den auch nicht von WQF. Von WQF, sag ich. Stimmt, ja, Hacker. Ich weiß, was ich meine, ne? Den einen Hacker. Von WQÜF wahrscheinlich. Der mag den auch nicht. Ja, ja, stimmt. Siehst du, ja, genau. Der ist auch in der Riege. Der mag... Ich kann ja mal gucken, ja. Kann mal gucken, wer den gelockt hat. Nee, es ist halt nicht der, ja, schade, aber es ist halt manchmal so. Aber das macht es ja wieder gerade so besonders und so, ne? Und es gibt immer welche, die irgendwie, da passt das, keine Ahnung. Ich mochte den, ich finde alles so ein bisschen geistvoll, weil auch nicht alles so richtig erklärt wird und alles ein bisschen komisch ist, wie du sagst, weil die kommen da rein, da sind so diese ganzen Armeen, die da gegeneinander fighten und so, da sind sie da einmal kurz versteckt und eingefangen mit diesem Folterding und so, mit diesem Stuhl und so was alles, und dann kommt dieser andere Typ und dann explodiert er und so, das ist ja auch so witzig, so manches ist ja echt mega comichaft und Alter, so. Ja, ne? das ist auch super trashy, so. Mann, dieser Moment. Und warum, Alter? Ja, natürlich magst du das dann nicht, ne? Das ist mega. Der Typ ist der Gestus, keine Ahnung, jetzt sag ich's. Digga, der Typ ist der Überfighter, wurde etabliert als krassester hier, wie aus Bloodsport hier, der Asiate. Und dann bläst er sich seinen Kopf auf und fliegt in die Luft, Alter. Entschuldigung, Spoiler-Alarm. Das ist sein Ende, oder was? Sorry, Alter. Und das wäre halt super interessant, das wäre halt super interessant gewesen, weil Lee halt auch meinte, dass er hat den Film zum ersten Mal gesehen. Und da ist halt noch schlimmer, glaube ich, weil wenn du den jetzt 35 Jahre nicht gesehen hast und guckst ihn auf einmal und sagst, okay, warum ist das hier so ein Kultfilm? Das ist ja dann noch komischer. Insofern. Weiß ich. Hier, Azubi Dennis ist auch bei 4 Sternen. Der macht dem Spaß, wo ich dann denke, ja gut, aber der hat echt viele Filme, die ich auch mag, aber die er voll gut bewertet. Aber komischerweise feiert er die meisten Filme, die ich total scheiße finde. Oder so Filme, die ich so voll wenig Sterne gebe, bei Dennis immer so 4-5 Sterne, so keine Ahnung, was da los ist. Der hat diesen Hang zu Trashfilmen und das ist für mich ist das ein Trashfilm. Also mit guter Besetzung, ein bisschen Hollywood-mäßiger, aber trotzdem ist es Trash. Jetzt hör auf. Jetzt sag mal, hast du da jetzt mal geguckt irgendwas? Du hast gar nicht richtig recherchiert. Doch, habe ich. Oder? Hast du mal geguckt, ob da irgendwas war jetzt, aber es ist alles ganz normal verlaufen, ne? Also Nee, es gab schon ein paar. Aber du musst ja dann gedacht haben, so, what the fuck? Wollte Carpenter das? Gab's da Probleme? Musste er das machen? Was ist da los? Also die erste Sache, die schon mal super interessant ist. Aus deiner Sicht? Nee, nicht aus meiner Sicht. Generell wirst du wahrscheinlich interessant finden. Jackie Chan sollte Wang spielen. Den Sidekick von Kurt Russell. Mhm. Und Carpenter hat sich super eingesetzt für Jackie Chan. Die Produzenten waren dagegen, weil die haben ihn in 1-2 anderen englischen Filmen gesehen, die er vorher gedreht hat, und haben halt gehört, wie der Englisch spricht. Und die meinen so, Alter, den versteht kein Mensch. Und der hat ja hier eine Menge Dialog, so der Typ, dieser Wang. Mhm. Und muss ja erzählen, dass seine Verlobte aus Peking kommt und dass sie entführt worden ist und so. Und wenn den keiner versteht, so in einem amerikanischen Film, dann haben wir ein Problem. Und Carpenter hat sich aber so durchgesetzt, dass sie gesagt haben, okay, von mir aus, wenn du willst, nimm Jackie Chan. Der hat aber keinen Bock. Der hat abgelehnt. Und Kurt Russell selbst, der hat hier für den Film Connor McLeod abgesagt, Alter. Den Highlander. Highlander? Okay. Der hätte den Highlander spielen können. Und hat ihn abgesagt. Dann ist Christopher Lambert nachgerutscht. Und damit Kurt Russell Big Trouble in Little China mit Carpenter drehen sollte. Und er meinte zu Carpenter, Dicker, ich habe jetzt einige Flops hintereinander gemacht. Also bist du sicher, dass du mich hier in der Hauptrolle haben willst? Und Carpenter meinte, ich interessiere mich nicht für ein Spiel, mir ist egal, wie viel da reinbringt. Ich will halt den besten Mann für die Rolle. Und ich könnte mir keinen anderen vorstellen als dich. Gut,
Guess, alter Schwede, bei Highlander wäre auch so billige Blitze gewesen und Effekte und so. Nee, Alter, komm, ey, was ist das für ein Vergleich, Alter? Da hast du keine. Nee, aber ich. Du hast keine drei Typen mit irgendwelchen Sonnenschirmen auf dem Kopf, die auf einmal vom Himmel regnen, Alter. Tut mir leid. Natürlich nicht. Und irgendwelche Monster, die im Keller wohnen und so. Also, das ist eine ganz andere Liga. Das ist wirklich ein geiler Film, Highlander. Und, ja, aber es ist schon cool, dass er Kurt Russell trotzdem besetzt hat und den dann eingebracht hat. Ich meine, er hätte auf ihn gehört. Wenn er jetzt Wert drauf gelegt hätte auf die finanziellen Einspiele, dann hätte Kurt Russell recht behalten, weil 25 Millionen hatte der Film gekostet und 11 Millionen hat er eingespielt. Also es war ein absoluter Flop im Kino. Aber der hat auf Video hat er schon richtig viel gemacht danach. Also der ist ja dann in den Videotheken, ist er dann ziemlich zum Kultfilm avanciert und ja, also ich denke mal, der hat dann irgendwie schon sein Geld später gemacht, aber im Kino auf jeden Fall ein krasser Flop gewesen. Ne? Und es gab definitiv Probleme, weil Carpenter nämlich danach keinen Bock mehr hatte auf große Produktionsfirmen und die die ganze Zeit reingequatscht haben und hier gab es die ganze Zeit irgendwelche Argumentationen mit dem Studio. Naja, hier, Sie leben, hat er zum Beispiel selbst... Sie leben, ja, ne? Aber das war so eine Indie. Ja, ne? Da hat er sich so eine ganz kleine Produktionsfirma geholt und hat jetzt mit größten Teil hat er den selbst produziert. Und da war noch ein anderer Film davor. Die hat er auf jeden Fall beide sehr independent-mäßig finanziert. Das waren überhaupt keine großen Dinger und der Grund war Big Trouble in Little China, weil er da die Schnauze voll hatte. Von großen Produktionsfirmen. Ja, also was soll ich dir sagen? Der Film ist bei jeder Sichtung, ist der bei mir mehr gesunken. Sorry, Rico. Ich weiß, du magst den, aber manchmal müssen die gute Freunde auch mal die Wahrheit ins Gesicht sagen. Ja, Rico ist so ein bisschen wie... muss man ja auch, das wollen die ja auch sonst. Rico ist so ein bisschen wie Marvin bei Letterboxd. Der ist, glaube ich, mit jedem befreundet, den du irgendwie schon mal bei Letterboxd gesehen hast. Der hat echt eine große Range da. Also mit allen Leuten, mit denen ich irgendwie connected bin, ist er auch connected. Rico ist der Tom von Letterboxd. Der von Facebook-Tom. Kennst du diesen Facebook-Tom? Ja, ist der so überall von Dropmac oder was? Nein, Mann. Wenn du dich bei Facebook anmeldest, hast du automatisch einen ersten Freund. Und das ist dieser Tom von Facebook. Den gibt's gar nicht. Das ist immer dasselbe Bild. Ich war nie bei Facebook. Achso, okay, du warst nicht bei Facebook. Ja, das ist so, wie wenn du dich irgendwie bei Instagram... Ich hab das einmal gemacht, weißt du noch? Ja, wenn du das einmal gemacht hast, dann bist du definitiv mit Tom befreundet, auch wenn du niemand anderen da Freundesanfrage beantwortet hast. Den hast du automatisch drin gehabt. Ich hab nur kurz, um was anzugucken gemacht. Ist ja auch egal. Okay. Ja, sorry Rico. Entscheidend schon. Schönen Gruß. War nicht meins. Auch wenn hier alles eigentlich dafür sprechen sollte, aber ich muss hier mal den Edgelord machen. Hier kommt der Edgelord, hier kommt der Edgelord, hier kommt der Edgelord. Nichts Positives. Ja, siehst du, mit Hip-Hop kannst du wieder nichts, mit einer Hip-Hop-Referenz kannst du wieder nichts anfangen, wa? Italo Disco kennst du, aber den Song hast du gerade nicht erkannt. Nee, weißt du doch. Naja, ein bisschen kurzweilig ist er ja irgendwie, aber ich kann ihn auch weggucken, aber. Es passiert immer was, ne? Ja, es passiert natürlich immer was, aber es trotzdem so, ist, für mich ist es halt Trash. Aber schon auf hohem Niveau, also schon, hat schon seine coolen Momente. Ja, toll, Alter. Das ist jetzt da voll schwer. Ja, ist eine Herausforderung. Ich rate, du willst ja noch Punkte sagen. Ja, die sage ich dir mal. IMDb ist bei einer 7,2. Das ist nicht schlecht. Aber meine Kumpels von der Presse, der Metascore, die Journalie, die Zeitung, die Kritiker, 53 gerade mal. Fulleton sagt 53. Okay. Das ist, jeder Zweite sagt, Alter, klemm dir den Scheiß. Insofern, sorry, Letterboxd 3,7. Oh, schon wieder besser. Okay, pass auf. Gib dir einen Tipp. Ich gebe dir die Bewertung. Okay, ich habe eine, aber ich gebe dir die letzte Bewertung, die ich 2018, womit ich den Film gelockt habe. Bei Letterboxd, okay? Okay. 3 Sterne. Oh, toll, du sagst noch schlechter. Also ich wäre jetzt bei 3 Sterne gewesen, aber du sagst noch schlechter als damals. Siehste? Also sage ich jetzt 2. Moment. Letterboxd 3 Sterne. Was? Ach so, bevor ich muss ja so rechnen. Bevor du es jetzt ja, umrechnet. Wir rechnen von 0 bis 10, ja? 3? Dann hast du 5,5 wahrscheinlich. Ich hätte jetzt 3 gesagt. Ich sage jetzt einfach 3, scheiß drauf. 3, nee. Ganz so schlimm als auch wieder nicht. Also 4,5. Hä? Aber du hast doch nichts Positives. Egal, komm, scheiß drauf. 3 Sterne. Los, 3 Sterne sind eine 6. Und jetzt ist es halt eine 4,5. Der ist nochmal um 1,5 Punkte gefallen. Der ist nicht gut. Wo ich aber nicht verstehe, wie du auf 3 Sterne kommst, ganz ehrlich. Naja, was ja ein guter Film ist, aber alles geht an dir vorbei und so, ist doch schon ganz ehrlich, diese drei Sterne waren ja vor 5 Jahren. Da fand ich den ja okay. Ja, okay. Aber überbewertet. Gut, aber.
Ich war immer schon bei überbewertet, aber ich war wahrscheinlich nicht so so gelangweilt wie jetzt gerade bei der neuen Sichtung. Ich bin einfach zu alt für den Film. Okay. Aber ich war jetzt auf jeden Fall. Okay, was hast du jetzt gesagt? 4,5. Ach so, 4,5. Warte mal. Ich habe gar nicht mitgeschrieben, Alter. Das ist ja auch klug. Ich muss ja die Punkte mitschreiben. Das ist ja auch lustig. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Also du hast jetzt auf jeden Fall 1,5 daneben gehauen. Ich habe bei Turtles getroffen. Und davor hab ich White Noise. Einen daneben. Ja, genau. Du hast 7 gesagt. Und da war 6. Einer daneben. Okay, also bist du jetzt bei minus 2,5. Endstand. Das heißt, ich muss 2,5. Kann ich daneben raten, dann wäre immer noch Gleichstand. Und wenn ich eine 2 neben deinen Punkten liege, dann habe ich gewonnen. Also gib alles. Ja, ab 2, genau. Ach, das tut mir leid, Lied, das wird nichts. Aber okay. Ich habe wieder einen Kinofilm. Cool. Rate mal welchen. Eigentlich gibt's da gar nicht mehr so viel. Doch, ich glaube, es ist dieser Horrorfilm. Ihr habt auch viel besprochen. Ist es ein Horrorfilm? Insidious? Nee, den meine ich nicht. Ich meine diesen anderen. Der Talk to Me? Ja, Talk to Me, genau, den meinte ich. Ich dachte, den bringst du vielleicht mit. Nee, leider lief der bei mir nur irgendwann später erstmal. Und dann auch nur im Kunstkino und der kommt immer zu falschen Zeiten. Ach, den hast du nicht gesehen. Und ich wollte mit meinen Geschwistern sehen, deswegen warten wir jetzt auf den Blu-ray-Release. Insidious 4 habe ich gesehen, ja. Mm. Aber den bespreche ich jetzt nicht. Ich bespreche Gran Turismo. Ah, Gran Turismo. Okay. Mhm. Ja, stimmt, da hätte man drauf kommen können, weil wir wurden von dem Trailer, wurden wir bei jedem Film zugeballert davor. Der lief, glaube ich, vor Oppenheimer, der lief vor Barbie. Also jeden Film, den wir gesehen haben, lief Gran Turismo davor. Hey, und nur die Leute da draußen, die irgendwie auf dem Dorf wohnen und uns hören und die meckern, dass die nur ein Kino haben mit 3 Sälen mit einem drum und dran. Ich bin hier auf einer riesigen Touristeninsel und wollte auch ins Kino und dachte, ich gucke mir irgendeinen Film an, der da läuft und hab dann so ein bisschen Stoff für unseren Podcast und wollte ins Kino und die haben ein einziges Kino, wo du 50 Minuten hinfahren musst und da ist ein einziger Saal drin und da läuft Barbie. Und wenn Barbie, und wenn Barbie nicht mehr läuft in einer Woche, läuft da Oppenheimer. Also, Alter, ey, wenn du auf der anderen Seite der Insel wohnst, musst du erstmal mit Bus wahrscheinlich 2 Stunden hinfahren, um zu diesem Kino zu kommen. Und da ist nichts mit von wegen so, ja, weil in Berlin oder so meckern die Leute, dass die den Film nicht im Original gucken können oder warum läuft dieser Film jetzt nicht bei uns in Stuttgart. Ey, und hier haben die ein Kino, Alter. Wie traurig. Also das so viel von wegen so, da dachte ich auch so, ey, euch geht's viel besser da draußen, so auch wenn ihr nur 3 Dorfkinos habt, aber das hier ist ein Kino mit einem Saal, ist ja voll der Albtraum. Da ging gar nichts. Ja, da setzt sich Streaming dann ganz schnell durch. Ne? Wahrscheinlich, ja. So. Mit Barbenheimer ist auch schwer dann, ne? Wenn das so in 2 Wochen in Barbie nur läuft und dann 2 Wochen später erst Oppenheimer oder so. Aber ist auch geil, was für Spätzünder das dann sind, wenn jetzt hier erst Oppenheimer noch anläuft, nachdem ich wieder zurück in Berlin bin. Ey. Bei uns haben den ja schon alle gesehen. Ja, das stimmt. What the fuck? Na gut. Gran Turismo von Neil Blomkamp. Hast du das mitgekriegt? District 9, ja. Mhm. Von unserem District 9 Regisseur und Elysium und Chappie. District 9 bin ich schon lange nicht mehr so richtig. Ne, großer Fan von. Den finde ich richtig geil. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, ich 2-mal im Kino gesehen damals. Auch im Kino gesehen. Ja, war auch hin und weg. So von der Art Machart. Am Anfang war es ja schon so, von Footage ist jetzt übertrieben, aber so, ne? Ja, so Mockumentary-mäßig. Das ist auch ein geiles Found-Footage-Beispiel. Ein bisschen. Ja, okay, es ist mehr Mockumentary schon fast, aber so ein bisschen von Futsch, ja. Elysium fand ich auch ganz cool. Ja. Und Chappie auch. Ich fand die auch ganz cool und so. Chappie finde ich auch okay. Aber jetzt auch nicht so gut wie District 9. Ja, es wurde halt immer so ein Ticken schlechter, sagen wir jetzt mal, ne, ganz doof. Ja. Von Film zu Film. Und jetzt hat er nur hauptsächlich diese aber coolen Science-Fiction-Kurzfilme gemacht und für Spiele und so weiter. Mhm. Und so ein Quatsch, weil er so gut halt mit Effekten umgehen kann. Und das immer sogar rüberbringt und so günstig und so realistisch auf seine Art und Weise, ne? Weil halt alles so ein bisschen, egal. Und deswegen denkt man, was macht er jetzt mit einer Spielverfilmung von einem Rennspiel auch noch? Also was ja so einfach so ein Ding spielen soll. Und er sagt selber, ja, das ist keine Spielverfilmung, sagt Neil Blomkamp, das ist ein Sportfilm. Und er dreht den, weil er halt nicht das Spiel mag, sondern einfach, weil er auf Rennen und Autos steht. Das liebt er halt.
Und deswegen war so, weil anscheinend interessiert auch damit zu drehen und so, ne? Aber ich glaube immer noch, das ist der Paycheck, aber egal. Denn was man nicht spürt, ist hier eine Liebe für Autos oder irgendwie sowieso was. Nämlich null. Und dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit, beziehungsweise wahre Geschichte. Also es ist so ein halbes Biopic-Spielverfilmung. Denn es wurde von Sony irgendwann ins Leben gerufen, in Verbindung mit Nissan. Also von dem Nissan-Chef und so, dass es vorgehabt, so ein Gran Turismo Academy zu starten, in denen die schnellsten Spieler der Welt die Chance hatten, dann die schnellsten fünf, oder es waren mehr, dann in so ein Camp zu kommen und wirklich als Fahrer ausgebildet werden. Das war halt das Ding. Und einer von denen ist halt dieser Jan Mallenborough, ein Brite. Der ist wahrscheinlich nicht 38, oder? 2003. Nee, der war 21 zu dem Zeitpunkt. Siehste, ja, dann lassen die Reflexe nämlich nach. Da kommst du nicht in so ein Battle rein. Und der hat halt, ne, natürlich nicht so gut wie jetzt hier in dem Film beschrieben. Ne? Es wird ja ein bisschen was verfälscht und so. Ne? Mhm. Aber der war echt gut und hat auch so ein 24-Stunden-Rennen gewonnen. Ne? Jetzt nicht direkt Le Mans, wo er auch mitgemacht hat. Also nicht gewonnen, wurde Dritter mit dem Team. Ne? Irgend anderes und so. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ist auch egal. Mhm. Das hat er gemacht. Und hier in dem Film wird halt der Jan Mallenborough wird gespielt von Aki, ich weiß nicht, wie ausgesprochen, Medici, irgendwie ganz komischer Name. Und wahrscheinlich so, heißt er genauso. Wahrscheinlich genauso. Weil der sieht auch so aus, Alter. Das ist so einer, egal. Der sieht aus wie ein Aschi, ja. Der sieht aus wie ein Aschi. Der ist zum Beispiel bei Midsommar drin gewesen. Okay. Da waren ja alle am Start da, hier unsere Truppe, um Florence Pugh. Und da war noch so ein anderes Pärchen, nur komischerweise, was da war, mit so einem, das ist ein Schwadder, ne? So ein dünner, schlaksiger, großer. Mhm. Und der verschwindet dann irgendwann und so, das ist der. Ich kann mich noch voll an den erinnern, ne? Weil ich den überhaupt nicht abkonnte, ich kann ihn hier noch weniger ab, okay. Und so. Weil der Typ halt, der überhaupt kein Charisma hat, ne? Keine Ausstrahlung. Und nichts. So. Das ist der Typ, der halt die Chance hat zu gewinnen. Sein Vater, wie gespielt von Jimon Honsu, der immer so nebenbei für so, ne, so eine kleine Rolle ist das eigentlich nur, der ein bekannter Fußballspieler war, ne, auch in Wirklichkeit so zweite Liga, keine Ahnung, in England. Und der ist nicht toll findet. Spiel doch mal Fußball, nicht Gran Turismo, ne? Sowas. Seine Mutter wird gespielt von Gary Halliwell. Wirklich? Ja, die von den Spice Girls. Okay. Ja, ich habe die nicht erkannt. Ich dachte, woher kenne ich die denn? Ist auch ganz kurz immer nur zu sehen, ne? Da ist nicht viel mit den Eltern. Woher kenne ich die? Und am Ende steht dann so, Gary Halliwell Horn. Weil die heißt jetzt eigentlich Gary Horn. Die ist nämlich verheiratet, witzigerweise, mit dem Formel, keine Ahnung, Mann, was war das hier? Irgendwas eben aus dem Rennsport mit so einem Typen. Und deswegen ist er wahrscheinlich drin. Okay. Hier, warte, ich habe Spice Girls verheiratet mit Christian Horner. Der ist nämlich Teamleiter von der Formel 1 Red Bull. Ja, kenne ich mich nicht aus bei Formel 1. Red Bull Team. Okay. Ja, ich auch nicht wirklich und so, ne? Aber das stand halt und so. Deswegen ist sie dann halt dabei, so als Running Gag Doppelter, ne? Ist in England und ist halt so, aber hat dieser, was mit Sport zu tun, mit Rennsport. Dieser alte Formel 1-Boss aus Italien ist immer noch am Start, oder? Der mit 90 noch irgendwie 7 Kinder gemacht hat und so. Wie heißt er denn? Der lebt noch, ja. Flavio Briatore. Flavio Briatore, den meinte ich ja. Der mischt doch seit 30 Jahren da irgendwie in der Szene mit, oder? Ich weiß nicht, was der noch mal. Ich hab schon so viel gehört. Stimmt. Manchmal ist die Yacht ist immer hier vor Tropea, wo ich der Urlaub mache, wo ich herkomme. Wirklich? Mein Vater, der ist dann mit der Yacht oft so davor und so. Dann fahren die auch, da sind viele, da war auch Bill Gates schon und so. Ne? Hat man alles mal gesehen, so von jedem der Yacht und so. Wie witzig. Ne? Wir glauben auch dieses Jahr, Guess, glauben wir gesehen zu haben, das habe ich noch gar nicht nachrecherchiert, die Yacht von, warte, wie heißt der nochmal? Der mal sagt so, am Ende des Tages, warte, wie heißt der nochmal? Wollen diese Dinge auch diese Soap machen, so wie Ozzy Osbourne mit, nein, diese deutsche Sendung, RTL 2. Ach, die Geissens. Wie heißt die nochmal? Du meinst die Geissens? Ja, die ganze. Wirklich? Ja. Ich glaube, die waren das 100%, wir sind voll sicher. Warum schwimmst du denn da nicht mal in der Luftmatratze rum und guckst da so rein, so auf die Blöde? Nee, auch schon gedacht, wenn die da sind und so, dann muss man das machen. Aber da hatte ich auch gedacht, so geil, witzig, weil die Italiener hier, das sind ja hauptsächlich Italiener und so, dort die Urlaub machen, kennen die ja gar nicht und so. Ne? Auch wenn die dieses, wie heißt das immer, Gassini, diese mächtige italienische Marke da gemacht haben und so. Ne? Weiß ich gar nicht, diese Sendung, mit denen habe ich nie gesehen. Aber ich habe neulich schon über den geredet und die wusste nicht, wen ich meine. Bei der Werner-Rezension, da habe ich nämlich gesagt, dass der eine in den Real-Szenen, wieso?
genauso spielt wie einer von den Geissens und so. Und die meinte so, wer sind die Geissens und so, wer ist das denn? Da muss ich mir auch erstmal erklären, wer die Geissens sind. Ach, das ist mega hier. Er ist immer gut am Ende des Tages. So sagt er immer dann jeden zweiten Satz quasi so, ne? Ja, ja. Und sie sagt immer, Robert! Und das ist so, so gut. Und so, wenn sie den ruft, egal. Ich fand das, ich hab echt ein paar Folgen gesehen. Ich fand die echt witzig, ja, okay, so. Immer laufen lassen. Geht schon klar. So. Und was du vielleicht mitbekommen hast, Orlando Bloom ist derjenige, der bei Sony, bei Nissan die Idee hat, diese Akademie zu machen. Und dann, ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Ich dachte, oh, cool, Orlando Bloom wieder, ne? Weil, das war auch so ein bisschen meine Zeit dann so, ne? Ist oft ins Kino gegangen, war ein Teenager, Orlando Bloom war da oft vertreten, ne? Troja, weißt du ja, Flucht der Karibik, Elizabeth Town, ja, der Ringe. War ich überall im Kino und Herr der Ringe eben, ne? Da war ohne Ende und hatte so ein paar Dings. Ja, was war. Und jetzt ist er wieder back, dachte man so, ne? Ja, und leider ist die Rolle sehr klein und er spielt auch nur immer so ein Extrem und so, ne? Also, und sieht auch ein bisschen fettig aus, muss man sagen. Mhm. Also, nicht toller Auftritt, hätte man sich sparen können. So, dann ist David Harbour da. Mhm. Der spielt nämlich, weil sie dann jemanden brauchen, der diese Jungs, die von dem Gran Turismo Game kommen, jemanden, der die ausbildet und sich darum kümmert und so, ne? Weil es ja hart ist. Du nimmst auf einmal unsere Couch Potatoes und setzt die, also jetzt gehen wir mal von aus, dass die meisten Couch Potatoes sind, und musst die in so einem Formel 1 Wagen, wo die sagen, auch schon in dem Film jetzt hier, die G-Kräfte sind stärker als beim Astronauten. Ne, also sprich so beim Jetfliegen ist es ja auch stärker als beim Astronauten und so, wenn du eine Raketenstart hast, und müssen sowas machen, ne, wo du richtig ja fit sein musst alles, ja, ne. Und David Harbour, die Figur, so als Trainer, das ist erst so noch die coolste Rolle, die macht so am meisten Spaß. Da gucken wir denen halt dazu, wie die das machen und trainieren, ne, aber ganz ehrlich, den ganzen Film über, es wird die Liebe zum Gran Turismo Spiel wird nicht klar, überhaupt nicht für die Figur, dass er es mag. Dann sieht man so Ferrari-Modellautos bei ihm im Zimmer, zeigen die kurz eine Nahaufnahme, das war's. Wenn er kommt da auf einmal hin in diese Akademie und überall und das, diese mega Mercedes, Ferrari, tolle Autos und so, ne? Dieser mega Nissan und so, ne? Dieser Skyline, dieser neue, dieser bearbeitet für diese 24-Stunden-Rennen und. Nichts. Kein so Liebe, da kommt nichts rüber und so, ne? Also null fahrmäßig. Dann hat der Drehbuchautor, der Film geht 134 Minuten, ne? Mhm. Also die fuck lang. Und der Drehbuchautor, Zach Baylin, der hat so gesagt, ja, ich hatte so als Vorbild Rocky und Top Gun. Ja, merkt man, nur es ist halt richtig beschissen. Da hätte ich lieber gesagt, so, okay, Tom Cruise, gib mir halt Day of Thunder, den zweiten Teil, und machst du wie bei Top Gun Maverick und so, ne? Weil ich habe kein Problem mit, wir sind alle Klischees bedient und so, ne? Aufbauen, am Ende ist man wieder zerrüttet und so, man hat einen Grund, wie macht man weiter und da gibt's wieder Motivation, alles drin. Aber hier voll schlecht gemacht und voll fremdschämmäßig für mich. Also das hat, da, wo ich überhaupt nicht, keinsterweise hat das Spaß gemacht. Ach, abgesehen davon, dass die ganze Zeit diese fucking Hauptfigur so kacke ist. Der Schauspieler ist so richtig unsympathisch und eklig. Auf einer Seite denke ich, okay, vielleicht ist es wieder realistisch gemacht. Und deswegen mögen die, weil der ist ja voll gut bewertet. Vielleicht mögen die, weil alles letzte Arschlochkinder sind, vielleicht nur zocken und am Dings hängen, weißt du, und nichts zu tun haben, weil die ja so sind wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung und so, dass wir das gut finden und so, ne? So nur Bock-Generation, ne? Dann hat der so dieses, dann gibt's so, ist er am Anfang, ist er bei diesen Top-Leuten drin und muss dann noch einmal gegen andere fahren. Mhm. Gran Turismo jetzt, ne? Also in Simulation. Da muss er es am nächsten Tag machen. Dann geht er aber zu der Arbeit, zu Jimon Honsu, bei seinem Vater und arbeitet da so baumäßig, weißt du? Hm. Und man merkt überhaupt keine Aufregung. Ich muss da gleich hin oder das ist gleich das Heftigste überhaupt. Da kann ich gewinnen und dann bin ich da in dieser Akademie und das, was ich will, Autorennen fahren, ne? Weil die Simulation ist ja für Leute gut. Er will immer Rennfahrer werden, was man auch nicht bemerkt. Aber hat natürlich kein Geld für sowas und so weiter. Und der Vater sponsert das nicht irgendwie. Und dann ist er da und dann sagt der Vater, ja, du sollst nur hier sein, wenn du nichts anderes tust und so. Und dann sagt er, okay, dann gehe ich. Und dann geht er so einfach, auch locker flockig, und dann geht er zu seinem Rennen. Aber da kommt er gerade so an. Also das ist alles ganz komisch von Dramaturgie, weißt du? Weil er ist die ganze Zeit, hängt dann so rum und dann auf einmal, egal, das ist alles crazy. Dann geht er auf einmal, egal. Und dann sind die Rennen an sich. Dann dachte ich so, okay, wieso nehmen die einen Blomkamp? Wieso nehmen die denn? Haben die jetzt dann einfach die ganzen Autos alles so mega nur Computer aus dem Computer geholt, ne? Hm. Machen so richtig geile Rennen mit richtig geilen Kamerafahrten, weil das ja dann nur möglich ist mit dem Computer, ne? Und dass die Autos halt realistisch aussehen. Nein, es sind echte Autos alles, was ja wieder eigentlich cool ist, ne? Mhm. Und die Kamerafahrten mit Drohnen und so weiter, okay, alles okay. Aber, und das sieht auch ganz gut aus, aber ganz ehrlich,
Man hat überhaupt keine Spannung. Es wirkt nichts. Wir sind schlecht aufgebaut. Wir haben keinen wirklichen Gegner, so weißt du, dass er so einen Gegner hat wie Rocky gegen Dolph Lundgren oder irgendwas, wo du so ein bisschen so mitgehst. Null. Fühlst du nicht. Scheiße. Und dann kommen Sachen, ey, dann ist am Ende auch so eine Motivationssache. Da wird David Harbour auch für mich richtig peinlich. Es ist richtig, ich kann das gar nicht so, ich kann es nicht erklären, was in der Endszene auch ist, ne, Motivation. Die ist wirklich peinlich. Da dachte ich, okay, das ist der, den du gerade als Highlight. Das ist der, den du gerade als Highlight hervorgehoben hast. Oder David Harbour. Der war Rollen. Gut und so, der war noch so am besten. Ja. Genau, der war noch so am besten und so und war gut. Und am Ende wird sowas so peinliches motivationstechnisch. Und dann sagt er so, einmal, dann hat er so ein Lied, weißt du, was ihn so motiviert. Dann spielt er das Lied über die Kopfhörer während des Rennens. Und dann sagt er, mach das nicht. Und so sagt der Fahrer, ne, das will ich nicht. Und dann denkt man erst so, okay, entweder motiviert es ihn jetzt und dann kriegen wir eine geile geschnittene Szene und so, weißt du, wie die fahren. Und Ende. Nein, er sagt, er mag das nicht und dann lässt er es. Und dann sagt David Harbour, schreit er so, und bist du jetzt sauer? Das war sauer. Und er war nicht sauer, hat nur gesagt, so, lass es. Und sagt er so, ja, ich bin wütend. Und dann so, ja, da bist du richtig wütend, genau das will ich sehen und so weiter. Und das ist halt voll fremdschämmäßig und schlecht gemacht. Mhm. Und auch von der Dramaturgie passt das überhaupt nicht, wie die reagieren, wie die das spielen. Und dann zeigen die am Ende, den echten Jan Madenboro. Und der Typ ist viel charismatischer, sieht viel cooler aus und ist voll der geile Typ, den hätten sie mal wirklich nehmen sollen. Schaut diesen scheiß Schauspieler da, der für nicht rüberkommt. Na gut, doch kack geschrieben. Haben sie ein paar Effekte, dass sie so mal diese Linien zeichnen, wie die lang fahren sollen, die Ideallinie. Dann haben die mal so die Platzierung über den Autos, so digital und so, ne? Sowas ist ganz okay und so, ne? Alles so nice, aber machen das auch 1000 Mal. Mhm. Dann haben sie immer so, dann sitzt der entweder in der Simulation und dann machen die auf einmal ein echtes Auto um ihn rum, so digital, weißt du, basteln die mit Computereffekt oder andersrum. Er sitzt im Auto und dann machen die es wieder so, als würde er in der Simulation sitzen. An seinem Lenkrad zu Hause am Computer und so, ne? So drehen sie hin und her. Und das kommt auch zu oft und wirkt zu lang gezogen und funktioniert nicht. Und nimmt so den wortwörtlich den Speed dann raus. Oh. Deswegen bockt das auch nicht. Und jedes Mal, wenn irgendwas ist, ist ein Fotofinish. Jedes Mal. Müssen die erstmal angucken, Foto ist so knapp und so. Und jedes Rennen und so. Das ist auch so bescheuert, so gefühlt und so, ne? Das ist ganz viel, was überhaupt nicht passt. Und die Liebe wird hier null. Also der Regisseur sollte Liebe haben, kommt nicht rüber. Von den Figuren kommt nichts rüber. Von Drehbuch her null, kommt da nichts rüber. Also ich fand das richtig peinlich, Alter. Ey, aber... Ich fand's richtig peinlich und so. Was habe ich jetzt? Ich kann dir nur eine Sache sagen, ich bin null überrascht. Weil alles, was du jetzt gerade gesagt hast... Sehr gut. Habe ich in den Trailern, in dem wir zugeballert kriegen, habe ich genau das bekommen. Ich fand diese ganzen Typen, diese Jungs, die sie gezeigt haben, alle komplett uncharismatisch. Irgendwelche bekanntere Leute, aber auch nicht so die A-Liga, sondern hast man ausgebrannt Orlando Bloom oder David Harbour kurz mal ein Bild oder ist ein Jimon Hunsu, der auch so Billigfilm mitspielt, weißt du, ist ja jetzt auch kein A-Lister. Er spielt auch Marvel-Filme und so mit, aber auch in irgendwelchen, keine Ahnung. Aber immer kurz. Wenn er neben Verdammt so jetzt mitspielen würde, wäre auch kein, weißt du, würde ich auch nicht überraschen. Ja. Und es kam null Spannung rüber bei dem Film. Ich fand alles so billig. Ich fand, dieser Trailer hat mich so null angezeigt, dass ich nicht mal Bock hatte, mir den irgendwie auf Blu-ray anzugucken. Ich gucke mir fast alles auf Blu-ray irgendwann an, selbst wenn ich den im Kino verpasse. Aber der habe ich gesagt, nee, Alter, da habe ich überhaupt keinen Bock, mir den anzugucken. Und alles, was du jetzt gesagt hast, hat genau das bestätigt, was ich gedacht habe bei dem Film. Also, da kam, was du gerade meintest, da kam nichts rüber. Beim Trailer kam bei mir nichts rüber. Und der Trailer soll dich anzecken, den Film sehen zu wollen. Da kam nichts. Ja, deswegen, also, ey, das ist ein Spiel, ne? Das gibt's, es gibt 7 Teile schon. Ne, ist seit Ende der 90ern oder Mitte der 90er schon unterwegs und so. Jetzt wollten sie was drehen, okay, und es sind über 80 Millionen verkaufte Games. Also, dass sie sich schätzen, okay, wir machen auf jeden Fall 80 Millionen Leute. Hast du es gezockt? Irgendwann ins Kino mindestens. Ja, ich habe das ganz früher mal. Ich habe ja nie so richtig Playsy gehabt, ne? Okay. Ich habe das ganz früher mal gespielt, aber nicht wirklich, das ist mir zu langweilig. Dann glaube ich, ich habe mir der Need for Speed-Typ gewesen am PC. Ach so, und so, okay, ne? Weil ich konnte mit Rennspielen jetzt nicht so viel anfangen und deswegen, ich habe zwar auch so Need for Speed und Gran Turismo habe ich zwar so angespielt, aber das sind ja Kumpels von mir, sind da richtig drauf abgegangen und ich war jetzt noch nie so drin, dass ich das jetzt so krass gefeiert habe. Vielleicht hilft's ja für den Film, weißt du, wenn du jetzt da wirklich so ein krasser Junkie gewesen wärst, aber selbst dann. Ja, ich habe gelesen, viele freuen sich und sehen so, ja, Gran Turismo-Style und so, aber auch dann würde ich sagen, nein, weil auch für das Spiel, es gibt, also für nichts gibt es eine Liga oder eine Besonderheit. Es wird nicht so richtig erklärt oder schön, dann hat er auf einmal so, wird er noch so ein Dings aufgemacht. Da lernt er Mädchen auf einmal kennen, auf einmal ist er voll verliebt und das wird noch so reingebastelt und ja, der will so sein wie Rocky und Co. und so weiter, ein Sportfilm irgendwie und Motivation und bla bla. Aber bei Rocky zum Beispiel war die Liebe wichtig. Da wird es erklärt, wieso die da ist und so, ne? Das hat alles miteinander zu tun und so. Hier
ist das einfach nichts und so zum Beispiel, ne? Eines der vielen Sachen. Thomas Kretschmann spielt übrigens auch mit. Natürlich tut er das. Also, ja, fandest du Rocky besser? Immer in Deutschland dabei jetzt. Fick dich mal. Das ist eine Lieffrage, oder? Nachdem du so 20 Minuten über den Film hast. Fandst du denn Rocky besser? Ey, und ich weiß nicht. Hä? Nichts? Was willst du jetzt mal? Machen wir jetzt nicht fertig. Ja, genau, das 24-Stunden-Rennen in Dubai, das hat er nämlich gemacht. Das war damals, das habe ich gesehen. Und Formel 1, dritte Formel 3, na, also der wirkliche Johann Mellenborough, Formel 3 war ja einer der besten Neukammer und sowas, ne? Also der war so ganz gut. Aber auch das, ne? Jetzt haben wir da so einer, das ist so ein großer, schlaksiger Typ, ne? Der schon mal gar nicht in so einen Formel 1 Auto oder Rennwagen passt, weil er so groß ist und so, ne? Dann wird auch nicht gezeigt, wie er sich sportlich, der läuft ja einmal so ums Haus und so, und das ist Sport genug, so ungefähr gefühlt, ne? So, dass sie zeigen, so, das sind Couch Potatoes oder er jetzt, ne? Die anderen waren alle charismatischer als der Hauptdarsteller, dass er irgendwas richtig macht dafür. Von mir ist da so eine Art Training. Oder ist das sein Bruder fragt, der noch, ein Bruder, ein Eltern, der halt Fußball spielt, ne? Oder sein Vater. Und es da irgendwie so eine Beziehung steht und dann so ganz billig gesagt wird, weil der Film ist ja eh billig im Klischee. Ich zeig dir jetzt Sport, wir machen Sport und so, ne? Wie Fußballtraining, irgendwas, dass er körperlich fit wird und so, weißt du, so ein bisschen was. Keine Ahnung, dass noch sowas damit reinkommt oder so. Irgendwie. Aber hier ist wirklich die ganze Zeit, wie die fahren lernen. Und dann ist nur am Anfang immer so, die sitzen im Auto. Und dann starten die und dann werden die jedes Mal nur in Sitz gedrückt und das war's. Und nicht so, wow, oder irgendwie geil, oder wie gesagt, schön für die Autos und so. Und nichts, Le Mans ist natürlich heftig, ne? 66 wie da, die Spannung macht, die Rush macht das auch viel besser und so, ne? Hier wird so ganz willkürlich mal so auch ein Motorblock gezeigt, eine Ventilklappe und so, ein Zylinderkopf und so zwischendurch, so ganz why und so, ne? Also random. Gar nichts. Und bei Le Mans ist das so wichtig, weil das Auto ja fast auseinanderbricht, ja, und ja, so, klar. Ne? An den Grenzen kommt. Hier fahren die zwischen 24 Stunden so locker durch. Wechseln und so, und das ist alles so, ja, es ist echt. Auch dann dieses, oh, bricht die Ideallinie und so, und das ist das Richtige, so, oh wow, ich überhole einfach die Ideallinie, sonst fahren die alle nur mal hintereinander her, ne, also ganz ehrlich, ich meine, ah, das ist echt, das war alles zu pumpen, und das ist über 2 fucking Stunden und so, ne. Klingt wie Lowlight. Das war echt zum Kotzen, ist das. Und dann noch so eine Info, der wirkliche Jan Mellenborough war dann sogar ein Stuntfahrer halt, das Stunt-Double quasi, für den Schauspieler. Wie gesagt, die hätten dann über ihn filmen sollen. Ist das, also, hast du jetzt hier irgendwas auf der Plusseite? Ich bin fertig. Ja, so ein bisschen David Harbour halt, weil der macht so ein bisschen Spaß dann zwischendurch. Ja. So, die Autos sehen cool aus und manchmal der Sound ist halt schon geil und manchmal, die fahren, denkt man kurz, kriegt man so ein bisschen Geschwindigkeit mit, aber insgesamt fühlt man die Geschwindigkeit nicht. Nur das ist wieder so, ich hole eine Drohne raus und fliegt da so drüber, das bringt mir halt nichts, wenn das nicht cool inszeniert ist. Also, ja, klar. Ich finde, dass es da kein Sportpower ist und so, ne? Das ist ne. No. Da sehe ich noch einen ausgepackt. Der hat bis jetzt auch, der hat 100 Millionen gekostet, ne? Wow. Und hat bis jetzt nur 22 eingenommen. Sieht nicht so aus, als würde Barbie und Oppenheimer Konkurrenz machen. Ja, der ist fast seit 2 oder 3 Wochen ist er drin. Ne? Also jetzt noch nicht super lang, aber trotzdem. Ja. Tja. So ist das halt, ne? Ey, ich meine, ich habe selten erlebt, dass im Sommer so viel krasse Blockbuster irgendwie rauskommen. Ne? Du hast Indiana Jones, du hast den neuen Mission Impossible, ja. Du hast Oppenheimer, du hast Barbie. Mhm. Und in dieser Riege bringt die Gran Turismo raus, Alter. Und erwarten dann, dass der punktet oder was. Und dass die Leute dann ins Kino rennen. Also, sehr komisches Timing. Das ist, also mir tut es leid, und mich noch Possible hast du vergessen noch. Den habe ich gesagt gerade. Oder hast du ihn genannt? Ja, habe ich gerade genannt. Achso, Entschuldigung. Da habe ich einfach nicht mehr zugehört. ach ja, weißt du, was der denn für ein Drehbuch gemacht hat? Nee. Der wurde ja sogar nominiert, ne? Das verstehe ich wieder nicht. Für King Richard. Weil ich fand den Film jetzt okay nur, ne? Oder? Ja. King Richard mit Will Smith? Ne? Ja, der ist halt nominiert. Ja, der ist in Ordnung, aber ja, gut. Ja, aber es wurde, ja, ist egal. Da hapert sogar für mich am Drehbuch an dem Film, ne? Egal. Dass ihn so eine generische irgendwie da macht auf seine Art und so, ne? Und zum okayen Film macht. Aber sonst, wie gesagt, war bei Creed 3, hat er mitgeschrieben nur. Okay. Ne, also als Dritter dann. Und war da nie wirklich das Einzige, war da. Und aber von einem Oscar-nominierten Drehbuchautor erwartet man dann schon ein bisschen mehr, sagst du. Ja, jeder findet mal so ein Korn, so ein blindes Huhn, so wie sagt man so, ne? Das irgendwie gelingt schon mal was. Wir machen das auch eines Tages einen guten Podcast. Glaube mir. Wir müssen nur fest daran glauben. Der nächste wird's, ja. Ja, hier Dings. Alter Schwede. Lee. Ist und mein dann, Name.
läuft am Ende noch God Moving Over the Face of Waters, ne? Der Song, der am Ende von Heat läuft. Oh, okay. Läuft hier am Ende. Das finde ich dann eine richtige Frechheit, Alter. Was? Richtig frech. Okay. Scheiße. So. Also, Punkte? Mach mal. IMDb 7,3. Diese ganzen kleinen Wichserkinder bestimmt, die das irgendwie geil finden. Metascore 46. Mhm. Da hat der vorne doch mal was richtig. Und Letterboxd 3,4. Verstehst die Welt nicht. Nee, also der ist bestimmt so, der ist auch wieder so ganz, ich weiß auch nicht, wieso ich dann jetzt in diese ein bisschen Rage-Modus gekommen bin, weil der ist auch wieder dann vielleicht ganz okay, aber da sind mir da doch zu viele Fremdschirm-Momente. Ja, der muss dir und, ja. Und die hast dann noch kaputter machen. Der muss ja dir gefallen, und, ja. Ja, also mir war der echt nicht und deswegen rate mich gerne. Oh je. Ich tippe auf eine 2. Ist eine 3, aber da bist du ja voll damit drin. Eine 3 ist es. Ich bin ja noch so ein bisschen nett gewesen, so. Ja, ich wusste ja, dass du eher schon auf einem Scheißfilm Punkte gibst, so, wo ein anderer wahrscheinlich hier 0 Punkte oder 1 Punkt geben würde. Dass du ja meistens ein bisschen die positiven Seiten. Ja, ich habe jetzt auch fast nur Böses gesagt, ne? Ja. Das stimmt. Ja, also ich fand den echt, Hast mich nochmal hier vor eine Herausforderung gestellt. Ist ja immer nicht so leicht, wenn ein Film richtig scheiße ist, den zu raten, aber hat gereicht. Ja. 2,5. Ja, ich dachte, heute mach ich. Zu 1. Perfekt. Heute mach ich Kinotag, habe ich gedacht. Sehr cool. So, weißt du? 2 Kinofilme. Sehr, sehr geil. Yes. Mega gut. So läuft das. Ja, Freunde. Ich glaube, es war lustig. Ja, weil du gewonnen hast. Ja, lass mich doch auch mal gewinnen. Ja, voll schön. Ist doch super. Da sind wir doch wieder gleich. Jetzt sind wir wieder, ja, jetzt ist 1-1, genau. David. Genau. Jetzt wird, dann passt jetzt wird spannend. Ja, und wie schon angekündigt habe, ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich eine 2-Episode mit Lee und mir, wenn ich wieder zurück bin, dann zwischen unsere beiden Alessandro und Guest-Episoden schieben. Und wenn das dann der Fall ist, dann besprechen wir beim nächsten Mal High and Low von Kurosawa für unser Kompilienzman, weil dann müssen wir langsam anfangen, die Auftragsfilme abzuhacken. Also nächste Episode, dann High and Low von Kurosawa, von Lee und mir. Und danach machen wir noch ein zwei Episodchen hier. Das nehmen wir dann auch noch auf. Sehr geil. Das ist der Plan. Freue mich. Sehr, sehr geil. Freue ich mich. Ja, ich mich auch. Und hast du noch irgendwas zum Abschluss? Nee, ich danke den Zuhörerinnen und dir Gästen natürlich. Nur den Zuhörerinnen. Viel Spaß. Das ist sexistisch, wenn du nur die Mädchen ansprichst. Mädchen vor allem. Weißt du doch. Früher wurden nur die Zuhörer, jetzt müssen wir nur die Mädels. Ach so, du die. Damit das wieder ein Gleichgewicht kommt. Okay. Wie lange jetzt? 100 Jahre, oder? Und wenn dann, ne? Ich weiß nicht, wie lange jetzt so Medien so am Start sind und dann immer gesagt wurden, so 50 Jahre mindestens. 50 und Jahre. Dann, okay. können wir wirklich 1:1. Okay, verstehe. Gut, dann sind wir nicht 50 Jahre erstmal safe, wenn wir nur die weiblichen unter uns hier ansprechen. Ja. So. Wie willst du denn sonst ansprechen? Gäste, mal ehrlich, oder? Wie willst du denn sonst ansprechen? Klar, ja. Weil wir wissen ja schon du hast im Club gearbeitet und ich habe im Club gearbeitet. Wenn die Mädels da sind, kommen die Typen sowieso von alleine. Also insofern recht, wenn du die anlockst und ansprichst. Deswegen viel Mädchen-Content in der nächsten Episode zwischen mir und Alessandro. Bitte einschalten. Auch Mädchen auch gerade. Ne? Ja, Mädchen, ganz wichtig. Ich glaube, Lee schlägt sich wieder die Hände gerade vor dem Gesicht und sagt so, ey, verabschiedet euch endlich, ihr Wichser. Was ist da los? Machen wir jetzt auch. Gute Nacht und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Bewegt Bild Banausen.